So Leute, eigentlich war die Sendung erst für 19 Uhr angekündigt, aber ich fange jetzt einfach trotzdem schon mal an. Ich bin mal gespannt, ob ich alles zusammenkriege, was ich sagen wollte. Es wird sehr schwierig werden. Vielleicht hätte ich mal besser ein Skript gemacht. Der Name der heutigen Sendung lautet Endgame, am Ende der Reise. Ja, ich muss sagen, wie fange ich denn am besten an? Also, ich war in den letzten Tagen echt fix und fertig. Ja, also der ist für mich irgendwie fast so ein bisschen was in der Welt zusammengebrochen. Ja? Total niedergeschlagen. Ich hatte auch keine Lust mehr, in Sendung reinzugehen. Toni hat Sendung gemacht in den letzten Tagen, aber ich hatte auch keine Lust, auszuflippen oder sowas wieder. Ich denke, das wäre auch kontraproduktiv gewesen. Ja, wenn ihr wissen wollt, was mich so umgehauen hat, dann guckt euch mal Hart auf Sendung Teil 2 an von Toni auf seinem Kanal. Das hat mich dann doch irgendwie umgehauen. Ja. Naja, und habe gestern, da habe ich ganz lapidar und Sam Jones ist drin heim. Ich habe gestern so ganz lapidar bei einem Telefonat, ich war echt fertig gestern und ich habe auch die letzten Tage, ich konnte kaum schlafen und ich war immer total aufgedreht, ich habe immer Gedanken gemacht und so, ne? Und ich habe gestern, als ich echt fertig war, ganz lapidar habe ich gesagt, Leute, ich bin kein gläubiger Mensch, ja. Ich bin nicht so einfach zu überzeugen. Das ist bei mir immer sehr schwierig. Selbst wenn da mal was erscheinen würde oder Jesus selbst vor mir stehen würde, dann würde ich eher davon ausgehen, ich hätte jetzt gerade eine schizoaffektive Episode oder so irgendwas. Alex Krüger ist auch drin. Im Chat. Hi Alex. Und dann würde ich eher davon ausgehen. Und also es dürfte schwierig sein für Gott, wenn es ihn gäbe, mich da irgendwie zu überzeugen. Ja. Naja, ich habe gestern so lapidar gesagt, als ich echt fertig war und als ich mir überlegt habe, was denn jetzt vielleicht noch alles vor uns liegt. Also so ein bisschen, als ob wir da auf dem Mount Everest wollen, aber wir sind erst ganz am Anfang und da ist auch schon eine heftige Steigung, aber man denkt sich, oh, das ist ja erst der Anfang, bis wir da oben sind, das wird ja noch richtig krass. Ne? Und naja, und dann habe ich einfach so nicht mehr gesagt. Also wenn da so etwas existiert, Jesus oder sowas, dann so, dann wäre das jetzt der richtige Zeitpunkt für ein bisschen Beistand. Ja. Ich habe mich da lange Zeit nicht damit beschäftigt. Ich war früher Messdiener, ja, als Kind. Aber es war halt einfach so. Also habe ich da nicht so tiefgründig damit befasst. Und jahrelang habe ich mich damit gar nicht mehr befasst. Ich habe 2013 wieder angefangen, mich ein bisschen mit Evolutionstheorie und sowas zu befassen und wo ich dann irgendwie den Eindruck hatte, ja, vielleicht existiert doch intelligentes Design. Warum? Aber muss nicht sein, also ich bin jetzt kein Fachmann dafür. Habe mir nur die Frage gestellt. Und dass da vielleicht doch ein Schöpfer vielleicht dahinter steckt. Naja, jedenfalls da hatte ich mich wieder ein bisschen befasst damit, aber dann auch wieder nicht mehr. Und dann irgendwann bin ich auf den Till-Eulenspiegel-Kanal gestoßen. Vom Detlef. Da könnt ihr übrigens mal gerne drauf gehen. Er macht sehr schöne Sendungen, auch mit diesem Michael, Kumpel von ihm aus Baden-Württemberg. Hat jetzt auch, glaube ich, gestern wieder was Neues hochgeladen, das habe ich noch gar nicht gesehen. Naja, jedenfalls hatte ich mich ein bisschen damit befasst und er meinte, wenn man den Herrn Jesus Christus anspricht, dann würde er sich schon melden. Und ich habe das dann tatsächlich mal ausprobiert. Da kam jetzt aber irgendwie nichts. Oder vielleicht war da auch was, aber ich habe es nicht erkannt. Ja. Ich hatte schon ein, zwei Erlebnisse in meinem Leben, die waren total komisch. Das kam mir echt so vor, als hätte da eine höhere Macht eingegriffen, aber das kann doch immer Wahnvorstellungen sein oder Wunschdenken. Ja. Ist auch egal. Naja, und wie gesagt, ich war die letzten Tage fix und fertig. Hatte irgendwie gar keine Energie mehr und habe das dann gestern so lapidar gesagt. Und heute war ich plötzlich wieder voller Energie. Also plötzlich irgendwie, ich habe jetzt einfach das Gefühl, dass, keine Ahnung, dass da jetzt die Kraft da ist, um den Weg weiterzugehen. Ja. Aber das kann man sich auch alles einreden und ihr wisst ja, wie das ist. Ja. Jedenfalls war es so. Und
Ja. Wie gesagt, Leute, vielleicht werde ich ja irgendwann noch gläubig, aber das dürfte sehr, sehr schwierig sein, mich davon zu überzeugen. Aber ich glaube, wenn wirklich Jesus existiert irgendwie als irgendeine Erscheinung da oder was, dann ist, glaube ich, der Weg von Jesus ist, glaube ich, der Weg der Wahrheit. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass Jesus die Lüge und die Täuschung bedient. Das glaube ich nicht. Wenn sich der überhaupt so nennt, Jesus, ich habe ja keine Ahnung. Ja? Aber falls da so etwas existiert. Und ich glaube, ich habe in letzter Zeit irgendwie so ein Gefühl, dass wenn es so etwas gibt, ne, dass der auf unserer Seite steht. Ja? Und naja, also ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll. Ja, aber ich glaube, wenn es so etwas gibt, wenn es Jesus gibt, dann lässt er uns auch nicht fallen, glaube ich. Ja, vielleicht sogar, wenn die physische Existenz ausgelöscht wird, noch nicht mal dann. Also dann, ne? Ich denke, dass er einen dann erretten würde. Wenn sowas existiert. Aber wie gesagt, ich glaube da nicht so wirklich dran. Also da müsste schon was kommen. Also ich bin nicht jemand, der sich alles schönredet und weil mir das jetzt so gut gefällt. Ja, und dann glaube ich einfach mal dran. So einfach geht das bei mir nicht. Viele Leute können das, ja, aber ich kann das nicht so. Und so, jetzt will ich euch mal etwas sagen. Und zwar, ich will mich hier wirklich mal bedanken, und zwar bei allen, die bisher diesen Weg mit mir gegangen sind. Ja, ich danke auch Leuten, die auch von Anfang an der Sendung dabei waren, die jetzt vielleicht nicht mehr dabei sind. Wir hatten trotzdem eine schöne Zeit. Und es würde jetzt endlos dauern, die alle aufzuzählen, und ich würde ja doch den einen oder anderen vergessen. Ganz besonderen Dank will ich auch nochmal an Toni richten, dass er auch diesen offenen Brief geschrieben hat und auch gerade die super krasse Unterstützung in letzter Zeit. Dann geht auch noch an Markus Möller und insbesondere würde ich nochmal ganz besonders hervorheben, die Klugschieterin. Ja. Hammer, Klugschieterin. Mein vollster Respekt, mein Dank, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Du hast wirklich den Preis verdient für Integrität und keine Ahnung, wie es der Toni da gesagt hat, 2017 der YouTube-Preis. Der müsste an dich gehen, wenn es den gäbe. Und naja. Ich will mich bei allen bedanken. Und der Weg, den wir bis jetzt gegangen sind, das war gratis. Ja? Nur jetzt stehen wir da in so einer Weggabelung und da kann man jetzt, da sollte man sich jetzt also ganz genau überlegen, will man diesen Weg noch weitergehen? Denn den Weg, die Abbiegung, die ich jetzt nehmen werde. Ich gehe nach rechts. Das ist der rechte Pfad, sage ich jetzt einfach mal, ja. Nichts mit Rechtsradikalismus, einfach, ne? Ich biege jetzt da ab. Und an diesem Weg hängt ein Preisschild. Wir haben es jetzt an, wir haben jetzt, das war erst der Beginn, was wir jetzt erlebt haben. Ja. Und der Preis, der kann für jeden ganz unterschiedlich sein. Ja. Wir sehen ja jetzt, die Daumenschrauben werden langsam angezogen. Beispielsweise hat Martin uns schon mit juristischen Konsequenzen gedroht. Vielleicht ist da auch alles schon im Gange. Vielleicht wird es auch nie passieren, das weiß ich nicht. Und auch darüber habe ich mir die letzten Tage Gedanken gemacht. Und das ist zum Beispiel ein Preisschild, was da dran hängt an diesem Weg. Gibt ja noch ganz andere Preisschilder, die kann ich euch auch gleich nennen, ja. Aber das ist zum Beispiel eins, das steht jetzt, das ist jetzt unmittelbar greifbar, das ist wie so ein Damoklesschwert. Und ihr solltet euch ganz genau überlegen, alle, könnt ihr euch leisten, diesen Weg, den ich jetzt gehen will, noch mitzugehen. Ja?
Denn es könnte passieren, wenn es zum Beispiel jetzt zu einer Anklage kommt, dass nicht nur ich da angeklagt werde. Vielleicht auch Sam Jones oder Tony, die ja auch gerade in der Sendung sind oder was weiß ich. Ja, und dann muss man sich überlegen, wenn es dazu kommt, habe ich die finanziellen Mittel, das Ganze mitzugehen. Denn die Sache hat auch noch einen Haken. Wenn es nämlich dazu kommen sollte, dass rechtliche Mittel gegen mich eingeleitet werden, dann würde das normalerweise so aussehen, es wären da rechtliche Mittel, also weil ich irgendwie gesagt habe, dicke Schweine oder so, und dann könnte ich nochmal hingehen und rechtliche Mittel einleiten, dann halt wegen Verleumdung, Psychopath und was da alles passiert ist. Und. Ich habe ja das ganze Videomaterial, habe mir auch alle Videos runtergeladen, falls das mal gelöscht wird, mein Kanal. So, da würde das normalerweise jetzt so aussehen und dazu würde man so gegenüberstellen, dann würde man irgendwie zum Vergleich kommen. Ja. So. Und dann wäre das auch eventuell auch die Leute, die da angeklagt werden, es wäre dann im Rahmen von den Kosten her. Aber ich glaube, es geht ja da in erster Linie darum, an meine Daten zu kommen, Adresse und Name und sowas. Und nicht wirklich jetzt hier die Leute jetzt juristisch fertig zu machen. Ja, denke ich mal, dass es so das Hauptziel ist. Das wäre so kein Problem. Das Dumme ist nur, dass, wie soll ich das jetzt sagen, dass ich, wenn es soweit kommen sollte, und es sagt ja keiner, dass es überhaupt jemals dazu kommt, aber immer das Beste hoffen und mit dem Schlimmsten rechnen. Wenn es soweit kommen sollte, ja, dann werde ich nicht auf diesen Vergleich eingehen. Dann werde ich das bis zum Ende ausfechten. Ja? Bis zum Schluss. Mit allen Mitteln. Ja? Mit allen juristischen Mitteln. Nicht, dass mir wieder was Falsches in den Mund gelegt wird. Und das könnte dann teuer werden. Dann könnte es zum Beispiel zu einer Geldstrafe kommen. Ja? Keine Ahnung, wie hoch das ausfällt. Paar tausend Euro, ich habe keine Ahnung. Und wenn man das so den Weg dann weitergeht, und eben für die Gegenseite eben auch, was möglicherweise sogar noch deutlich teurer werden könnte, was da alles vorgefallen ist, ich kann das ja auch minutiös hier anhand von Videos und anhand von, ist ja schön, dass wir alles live haben, ne? Aber man weiß es nie so wirklich. Ja? Wie heißt es irgendwie vor Gericht und auf hoher See? Wie ist es da mit dem Schicksal? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht so was Ähnliches wie die Wege des Herrn sind unergründlich, ich habe keine Ahnung. So. Und man weiß da nie wirklich, wie das ausgeht. Es könnte auch zu einem verdammten Schauprozess kommen, ja, dass man ein Exempel statuieren will, ein Schuhsern. Und ja, man müsste halt damit rechnen, dass, weil ich nicht auf einen Vergleich eingehen werde, dass es dann teuer wird. Ne? Dass dann die entsprechenden Leuten Geldstrafen bezahlen müssen. Ich denke, wer jetzt nicht vorbestraft ist, denke ich jetzt nicht, dass es da gleich zu einer Haftstrafe käme. Ne? Gehe ich mal davon aus. Wenn überhaupt, wenn das überhaupt passieren soll, das ist ja alles nur heiße Luft, weil ich jetzt hier labere. Aber man muss halt davon ausgehen, man muss mit dem Schlimmsten rechnen, es könnte passieren. Und wie gesagt, jeder sollte sich überlegen, kann ich mir das leisten, diesen Weg zu gehen, oder kann ich mir das nicht leisten? Und ich sage jetzt hier mal was knallhart. Ich werde die Gerichtskosten oder die Anwaltskosten oder die Geldstrafe, falls es dazu käme, der anderen Leute nicht bezahlen. Ja, darüber solltet ihr euch im Klaren sein. Ja, und wir, insbesondere ich und Toni, ja, wir halten hier unseren Kopf hin für die Freiheit aller Menschen. Und der Support, muss ich sagen, ist doch wirklich sehr dürftig ausgefallen in letzter Zeit. Und damit andere, mich braucht er nicht zu supporten. Es sei denn, es käme zu Summen, die wirklich astronomisch wären, dann würde ich mich auch über Unterstützung freuen. Aber damit Leute überhaupt diesen Weg gehen können, ja, brauchen sie euren Support. Ja, damit sie überhaupt nur ansatzweise darüber nachdenken können, ja. Das ist ganz wichtig. Ja.
die moralische Unterstützung, dann finanzielle Unterstützung auch, ja, wenn es dazu käme, wenn das richtig teuer wird, ja, und, ja. Und wir haben ja auch um Unterstützung gebeten jetzt, auch in diesem offenen Brief, der auch an größere YouTuber geht. Das ist auch ganz wichtig, der Zusammenhalt, denn wie Toni jetzt bereits sagte, es geht hier nicht um Einzelpersonen, die sind beliebig austauschbar, ja, die sind beliebig austauschbar. Es geht hier wirklich um die Freiheit aller Menschen. Und wie jetzt Glückschieterin gesagt, ein geistiges Euthanasieprogramm oder sowas ist hier am Laufen. Ja, das ist sehr, sehr krass. Die Bezeichnung, ich hoffe, sie war jetzt richtig, die Bezeichnung. Aber es trifft schon ziemlich zu, wenn man das mal genau sich reinzieht. Und ja, wie gesagt, also das wäre dann überhaupt nur möglich, wenn da eine entsprechende Unterstützung kommt. Und das kann sehr, sehr teuer werden. So, und da sollte sich auch jeder überlegen, bin ich überhaupt dazu bereit, das zu unterstützen? Oder die Leute, um die es jetzt geht, bin ich überhaupt selber bereit? Kann ich das überhaupt stemmen? Weil damit rechnen würde ich nicht, dass da von der Community dann irgendwie Geld kommt oder sowas, ja. Also schlimmstenfalls ist davon auszugehen, da kommt gar nichts. Oder vielleicht mal 10 Euro oder so, ja. Wenn es überhaupt dazu käme, zu diesen juristischen Konsequenzen. Wenn nicht, dann natürlich nicht, ja. Und, ja. Und das ist jetzt nur ein Preisschild, was ich jetzt genannt habe, für den weiteren Weg. Das weitere Preisschild ist körperliche Unversehrtheit. Bleibt das so? Oder kann sich das vielleicht ändern? Man weiß es nicht, was da kommt. Ja? Von dem einen oder anderen ist die Adresse bereits bekannt. Von anderen Leuten wird sie vielleicht in Zukunft veröffentlicht. Muss man sich auch Gedanken drüber machen. Steht man das nervlich durch? Ja, wenn man dann immer denkt, ah, es könnte ja was passieren oder so, die könnten mir die Scheibe einschmeißen oder was auch immer. Ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Steht man das durch? Da ist jeder anders. Ja. Dann muss ich sagen, wenn es einen dann selber trifft, das könnte noch eines der geringsten Opfer sein. Aber was ist mit denen, die eine Familie haben, Frau und Kinder? Was ist damit? Vielleicht passiert nie etwas. Vielleicht doch. Man weiß es nicht. Ja, man weiß nicht, wie andere Leute ticken. Ja, die Möglichkeit bestimmt immer. Er besteht immer. Ist man dazu bereit, notfalls das in Kauf zu nehmen? Und das ist sehr, sehr drastisch, wenn so etwas passiert, weil man weiß es nie. Und das sollte man sich wirklich vorher gut überlegen. Ja, denn der Preis der Freiheit, der ist ziemlich hoch. Ja, das kriegt man nicht so einfach geschenkt. Und ja, es könnte also sein, dass man irgendwann in die Situation reinkommt, wo man sich wünschen würde, hätte ich bloß alles hingeschmissen, hätte ich bloß nicht weitergemacht. Es ist immer die Rede von einem Point of No Return. Jetzt weiß ich allerdings nicht, wo der ist. Ich weiß ja nicht, wie diese anderen Leute da ticken oder sowas, ja, oder die Elite oder was weiß ich. Die, ne? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist der Point of No Return bereits überschritten. Vielleicht auch nicht. Nur, ich glaube, falls er noch nicht überschritten ist, dann wird er definitiv dadurch überschritten, wenn ihr gemeinsam mit mir diesen Weg jetzt weitergeht, den ich jetzt gehen werde. Der wird dann überschritten. Und dann müsst ihr mit allem rechnen. Ja? Das ist so. Und dann müsst ihr quasi bereit sein, auch das letzte Opfer zu bringen. Es ist einfach so. Vielleicht wird das nie passieren. Ich habe keine Ahnung. Ja? Nur die Frage, das sollte man sich einfach mal, das sollte man mal gedanklich durchgehen. Ja? Ist man notfalls bereit dazu? Und ich sage euch, auch ich hänge an meinem Leben. Ja? Ich habe da auch keinen Bock drauf. Und wenn es dann mal soweit wäre, dann würde ich mir auch denken. Oder wenn es darum gehen würde, jetzt eingebuchtet zu werden für eine längere Zeit, vielleicht wird man auch den Knast dann nicht mehr lebend verlassen. Ja? Weil es da vielleicht bestimmte Interessensgruppen gibt, die das nicht wollen. Und in dem Moment würde ich mir auch denken, scheiße, war es das wirklich wert? Da ist eh keine Unterstützung, es ist den Leuten egal, sie schauen alle zu, sie gucken weg. Ja? Nennen sich vielleicht zum Teil Truther, aber es interessiert sie nicht, auch mal unangenehme Wahrheiten auszusprechen, auch mal das geringste Risiko einzugehen, einen Finger krumm zu machen. Das machen sie eh nicht. Scheiße, jetzt stehe ich hier und
würde ich mir dann denken, glaube ich, ne? Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe Angst vor dem Tod. Ganz ehrlich. Ja. Und ja, ist halt dann, man stellt sich dann die Frage, was ist wirklich wert? Jetzt gibt es nur ein Problem. Ich bin das alles nochmal gedanklich durchgegangen, ne? Mein Problem lautet einfach folgendermaßen. Ich will das nicht. Ja? Ich will weder diese Gerichtsprozesse oder andere Dinge, die vielleicht noch folgen könnten, ja. Ich will das alles nicht. Nur, was ist denn die Alternative dazu? Die Alternative wäre zum Beispiel, den Kanal einfach zu löschen oder alle Kanäle zu löschen oder nur noch Gaming zu machen oder was weiß ich. Das wäre zum Beispiel die Alternative. Und ich kann das auch eigentlich nur jedem empfehlen, der sich jetzt vielleicht denkt, nee, der Preis ist mir zu hoch, ich kann den nicht zahlen. Vielleicht lassen Sie euch dann in Ruhe. Wenn Kanäle komplett dicht gemacht werden, wenn man komplett die Schnauze hält, wenn man nichts mehr von sich gibt, vielleicht wird man dann in Ruhe gelassen, zumindest für eine Zeit. Ja. Und ja. Und es ist halt einfach so, ich bin das alles durchgegangen. Und mein Problem ist halt einfach, ich bin ein bisschen anders drauf. Ich will diese Konsequenzen nicht. Aber was noch eine schlimmere Konsequenz ist für mich, das ist einfach alles hinzuschmeißen und einfach auch wegzusehen und dabei zuzusehen, wie Deutschland gegen die Wand gefahren wird oder auch wie die Welt gegen die Wand gefahren wird. Und einfach drauf zu scheißen. Ja? Und warte mal. Ich kann nicht damit leben. Ich habe schon andere Situationen gehabt, da musste man auch irgendwelche Entscheidungen treffen, die auch hätten Konsequenzen nach sich ziehen können, sehr, sehr unangenehme. Da musste ich mir auch überlegen, wie sieht's aus, was mache ich jetzt? Und es gibt einfach bestimmte Dinge, wie gesagt, damit würde ich nicht fertig werden. Es würde mich innerlich zerfressen. Ja, vielleicht würde ich sogar irgendwann in der Psychiatrie landen oder sowas. Es wäre für mich keine Lebensqualität mehr. Und es gibt einen Spruch, der nennt sich: Lieber stehen sterben als kniend leben. Und so sehe ich das. Knallhart. Wie gesagt, wenn es soweit ist, werde ich auch um mein Leben bangen oder so. Ja, selbstverständlich hätte ich Angst. Ja, aber ich sehe das nicht ein. Ich sehe es nicht ein. Und ich habe mir echt Gedanken drüber gemacht. Ich habe mir sogar Gedanken drüber gemacht, meinen Kanal zu löschen oder so. Alles hinzuschmeißen. Insbesondere habe ich mir deswegen gedacht, wegen den Ereignissen aus Hard of Sendung 2 und der fehlenden Unterstützung der Community, das weggesehen wurde. Ich habe Leute auch konkret angeschrieben. Einfach, ich habe nichts erwartet von denen, das war mir schon klar. Aber ich wollte nur noch mal die Bestätigung haben, dass sie wegsehen und dass es sie nicht interessiert und dass sie feige sind. Und das war halt für mich dann auch eine klare Aussage halt, ne? Also eine Aussage, ohne dass jemand eine Aussage gemacht hat. Man kann nicht kommunizieren. Ihr könnt es euch immer noch anders überlegen, ja. Das geht hier wirklich an alle, die ich auch angeschrieben habe oder so. Ihr könnt es euch immer noch anders überlegen. Ich freue mich wirklich über euren Support. Ich freue mich über eure Stellungnahme. Alles, dass ihr das nicht zulasst, dass Menschen auf allen Ebenen zerstört werden, die die Wahrheit gesagt haben. Toni hat es sehr, sehr gut ausgedrückt in seinem Brief. Es wird öffentlich hier völlig verdreht, was wirklich passiert ist. Ja? Aber der hat es ja schon erläutert. Könnt ihr immer noch machen, aber ich würde halt nicht drauf wetten, ja. Und ich denke, dass da nicht allzu viel kommt. Ja. Die Dinge, die ich vorhin angesprochen habe, die finanzielle Unterstützung, das betrifft jetzt nicht mich, ja. Könnte aber andere betreffen, die halt im Gerichtsprozess dann verwickelt werden oder so oder die eine Strafe zahlen müssen. Das würde aber erst dann eintreten, wenn es soweit ist. Ja. Also, wir würden da jetzt nicht im Voraus irgendwas sammeln oder sowas, ja, sondern erst dann, wenn es wirklich soweit wäre, ja, tatsächlich, dann
ja, wäre das vielleicht nicht schlecht, ja. Ja, also, ja, aber was momentan halt wirklich zählt, da sind wir ja doch noch weit davon entfernt, aber die Mühlen der Justiz mahlen schließlich langsam, aber gründlich. Momentan kommt es wirklich auf euren Support an, also, dass ihr uns eben nicht da stehen lässt, dass ihr eben nicht schweigt, dass ihr den Mund aufmacht, auch Videos vielleicht drüber macht oder sowas, die Sachlage anspricht, so wie die Klugschieterin, ja, der ich wirklich unendlich dankbar bin dafür. Sie alle ist uns ein leuchtendes Vorbild in ihrem Handeln. Ja. Und ja, ich wollte vielleicht noch ganz andere Sachen ansprechen, aber es wird mir wahrscheinlich noch einfallen. Ja, Leute, macht euch wirklich mal Gedanken darüber. Auch die, die jetzt die Aufzeichnung sehen, seid ihr wirklich bereit dazu oder nicht? Und ich kann jeden verstehen. Insbesondere Leute mit Frau und Kinder oder sonst irgendwas, denen der Preis einfach zu hoch ist. Ich persönlich mache das immer so. Also jeder wägt doch immer ab. Ja, ich wäge auch ab und überlege mir. Und es sagt ja auch keiner, dass den Kindern was passieren würde oder der Frau oder eurer Familie. Das sagt ja keiner oder euch. Aber es ist eben möglich. Und die Frage ist, will man das wirklich riskieren? Und ich denke mir immer, es ist ja immer so eine Kosten-Nutzen-Abwägung halt. Ne? Alles im Leben hat einen Preis. Ja, so sieht's aus. Und man sagt, umsonst ist der Tod, aber sogar der kostet das Leben. Also es hat alles einen Preis. Und man sollte sich immer vorher überlegen, bin ich wirklich dazu bereit, den zu zahlen? Ja, vor einer Handlung oder vor Handlung mit weitreichenden Konsequenzen. Ja, und dann, wenn man dazu bereit ist, den Preis zu zahlen, dann muss man sich aber auch hinterher nicht wundern, wenn dann wirklich da, ne, das auf einen zukommt. Und ja, also einfach mal darüber nachdenken. Ja? Und ich sage, das Klügste, zumindest für eine Zeit, es kann sein, dass sie einen dann später noch schnappen, wenn die NWO dann oder wie auch immer sich das System dann nennt, endgültig installiert wird, wenn der totale Polizeistaat kommt. Vielleicht kommt der aber auch nie, weil die Leute einfach freiwillig mitmachen, dann braucht man das nicht. Ja? Weil es klappt ja so auch schon ganz gut. Dann machen die Leute ja auch völlig freiwillig hier. Und auch diese Passivität und alles, da braucht man gar keinen Zwang, das kommt schon von alleine, das sehen wir ja gerade. Ja. Es könnte natürlich sein, dass sie einen dann schnappen, aber das kann ja noch dauern, bis das kommt. Oder sie schnappen einen noch gar nicht, wenn man jetzt komplett die Schnauze hält. Ne? Aber ich kann wirklich nur jedem raten. Ja? Ich kann wirklich nur jedem raten, wenn er sich mal Gedanken darüber gemacht hat, über die Konsequenzen, die da jetzt folgen können. Ja? Und er nicht dazu bereit ist, diesen Weg wirklich konsequent zu gehen, kann ich wirklich nur jedem raten, löscht euren Kanal, macht komplett dicht alles, ja. Komplett die Schnauze halten, ja, und beschäftigt euch mit anderen Sachen. Ja. Ich kann das wirklich nur jedem raten. Denn wer jetzt diesen Weg noch weitergeht mit mir, ja, für den kann es drastische Konsequenzen geben. Nicht nur finanziell, sondern vielleicht wird auch die körperliche Unversehrtheit eingeschränkt oder was auch immer da passieren kann. Ich weiß es nicht. Ja. Und sowas muss man ja nicht sofort entscheiden, da kann man sich mal ein paar Tage Gedanken drüber machen, sowas. Aber ich werde diesen Weg gehen. Ich werde es nicht mit ansehen, wie hier alles vor die Hunde geht und einfach da tatenlos dabei zusehen. Ich kann es nicht. Ich kann nicht damit leben. Es geht nicht. Ich wünschte, ich könnte es. Dann würde ich jetzt hier alles dicht machen. Ja, das wäre mir wirklich am liebsten. Ne? Weil so langsam wird es schon unangenehm. Ja, so langsam werden die Daumenschrauben angezogen und auch ich mache mir Gedanken über Dinge, die passieren könnten. Und ich würde das echt am liebsten echt machen. Wirklich jetzt. Ja. Manchmal wünschte ich mir, ich hätte nie angefangen, Sendungen zu machen, wäre immer noch auf Twitch, Gaming oder sowas, ja. Und das ist in eine Richtung gegangen, das war nie so beabsichtigt. Das war für mich nur eine Unterhaltungssendung, mal ein bisschen quatschen, aber das ist jetzt halt, das hat eine krasse Entwicklung genommen, gerade in letzter Zeit. Aber es ist jetzt halt nun mal so, ja. Und ich bin da einfach nicht dazu bereit. Ja. Aber ich sage euch, wenn das nicht wäre, wenn ich da nicht so stur wäre oder so, oder dass ich einfach nicht damit leben könnte, dass ich wahrscheinlich psychisch nicht damit fertig machen werde, dann würde ich wahrscheinlich auch alles hinschmeißen. Ja. Aber es geht einfach nicht. Ja. Und ich habe wirklich gestern, ich habe es nur nebenbei gesagt,
Aber ich habe wirklich hier zum Herrn Jesus gesagt, hier, keine Ahnung, ich bräuchte jetzt echt Unterstützung, ich war fix und fertig und jetzt bin ich wieder voll da. Ich merke das wirklich. Ich habe echt wieder Energie, aber es hat nichts zu bedeuten. Es hat nichts zu bedeuten, weil das redet man sich ein, das ist so ein Placebo-Effekt. Aber egal, ne, solange man selber dran glaubt und es einen weiterbringt, ist ja schön, ne? Aber geht mal auf den Detlef hier, Till Eulenspiegel-Kanal, der kann euch mehr darüber erzählen. Ja. Aber wie gesagt, es ist einfach. Ja, ich werd das einfach machen. Notfalls auch ganz alleine. Ohne andere, ohne die Community. Ne? Egal, egal. Ich zieh das einfach durch. Ja? Das war nur mal so ein Statement. Ja? Das wollte ich hier nur mal abgeben. Und ich werde das nicht vergessen, die ganzen Leute, die mich hier unterstützt haben und sowas, ja. Und die habe ich auch vorhin nochmal genannt und viele habe ich auch nicht genannt, aber ihr wisst schon, wer gemeint ist. Und ich werde das auch nicht vergessen. Die Leute, die das mitbekommen haben, was hier läuft und die einfach tatenlos dabei zugesehen haben. Ihr könnt euch noch melden die nächsten Tage, ihr habt noch Zeit. Aber ich werde es nicht vergessen. Und ich werde es auch nicht verzeihen. Ja, ich werde es nicht verzeihen, dass ihr dabei zugesehen habt, wie die Existenz von Menschen vernichtet wird. Wegen eurer, nee, ihr seid nicht daran schuld. Ich will das hier nicht verdrehen, ja. Ich wollte gerade sagen, wegen eurer Feigheit, aber es ist einfach so und wegen eurer Ignoranz, aber ihr seid natürlich nicht schuld nach dem unmittelbaren Verantwortungsprinzip, weil da wollte auch schon wieder letztens jemand was verdrehen, aber ich wollte mich nur provozieren. Okay, jetzt hat er es gerade geschafft. Und zwar ist es natürlich nicht so, dass die Leute, die dabei zusehen, daran schuld sind. Schuld ist derjenige, der eine Handlung ausführt. Aber dennoch lassen sie es zu. Sie lassen es zu, dass es geschieht. Denn es kann nur geschehen, wenn die anderen wegsehen. Ja, und es sind noch nicht mal viele erforderlich. Wenn es nur ein paar wären, die nicht wegsehen, dann wäre das schon nicht mehr möglich. Ja? Guckt euch mal an, wie viele Leute sind wir hier in Deutschland? 80 Millionen oder 82 Millionen, keine Ahnung, ein Haufen Leute. Und es gibt hier auch nicht so viele Polizei oder so viel Militär oder irgendwas. Ne? Das funktioniert alles nur, weil wir da freiwillig mitmachen. Der Glaube an Herrschaft. Ja? Das ist der springende Punkt. Wir machen freiwillig mit. Ja? Und wenn wir. Sie können nichts machen dagegen. Sie können nichts machen. Sie können nicht alle einsperren oder sowas. Das geht nicht. Ja. Und wenn sich auch nur hier vielleicht ein Dutzend YouTuber der Sache hier widersetzen würden, dann wäre auch diese Sache so nicht möglich. Ja. Und ich kann euch nur sagen, die Leute, die ich auch angeschrieben habe und die jetzt alle wegsehen, wenn es euch getroffen hätte, ich hätte anders gehandelt. Und da bin ich mir zu 100% sicher, dass ich es getan hätte. Ja? Und es geht noch nicht mal um euch persönlich. Ja? Ich hätte sogar Leuten wie dem Miro den Rücken gestärkt. Oder sogar dem Ian. Oder Jabba sogar. Weil es geht hier nicht um euch persönlich. Vielleicht sogar dein Knacki oder so. Oder was weiß ich. Vielleicht hätte ich sogar Martin Jüller den Rücken gestärkt. Trotz allem, was passiert ist. Denn es geht hier nicht um Personen. Das haben viele immer noch nicht begriffen. Es geht hier um den Sachverhalt an sich und der hat wirklich gigantische Ausmaße, die nimmt er jetzt an, wenn wir schweigend zusehen. Ja, die Personen sind alle austauschbar. Es könnte auch jeden anderen treffen. Es hat jetzt exemplarisch halt uns getroffen. Und auch Martin ist nur ein Fallbeispiel. Ja, das ist einfach so. Ne? Es geht hier darum, wirklich den Gesamtzusammenhang zu erkennen. Was wurde hier eigentlich gesagt? Was wird hier gefordert? Was lassen wir zu, indem wir wegsehen? Und ich finde, da ist die Klugschiederin gar nicht so weit davon entfernt, wenn sie sagt, das ist ein geistiges Euthanasieprogramm. Ja? Wenn auch Menschen jegliche Rechte abgesprochen werden, die vielleicht mit dem Avatar drin sind, aber es geht ja noch viel, viel weiter. Ja? Wer nur mit Avatar drin ist, ist gesichtslos, persönlichkeitslos und rechtelos. Aber wie gesagt, es geht noch viel weiter. Ja? Und wie gesagt, ihr kennt ja den offenen Brief von Toni und auch unsere Videos. Die könnt ihr euch reinziehen. Ich kann wirklich jeden verstehen. Ich kann wirklich jeden verstehen, der einfach sagt, nein, das ist jetzt hier das Ende der Fahnenstange. Ja? Der Preis ist mir zu hoch. Und auch wenn Leute dann sagen, komm, ich mache alles dicht oder ich will nicht mehr, ich will das nicht riskieren, dann werde ich trotzdem nicht vergessen, wie sehr sie mich auch unterstützt haben.
und dass sie auch immer da waren und alles. Ja. Dann, aber sie, die Menschen können nicht mehr geben, als sie selber haben. Das geht nicht. Ja. Und jeder hat seine Grenzen. Bei jedem ist irgendwann mal das Ende der Fahnenstange erreicht. Und das ist bei unterschiedlichen Leuten an ganz verschiedenen Punkten halt, ne, erreicht. Ja, und da bin ich auch keinem, da bin ich auch kein Böse oder sowas. Oder irgendwie enttäuscht oder was auch immer. Ja? Ich akzeptiere das. Ja. Was ich allerdings den Leuten nicht verzeihen werde oder nicht vergessen werde, den anderen, die gar nichts gesagt haben, die einfach nur dabei zugesehen haben oder die das beschwichtigend hier, tralala, da ist ja nichts oder ja, das nehme ich euch übel. Ich nehme es euch übel. Ja, ich sage das nur dazu. Ja. Und auch, wer auch jetzt direkt in diese Geschichte hier verwickelt ist, da hat die Klugschieterin guten Spruch gesagt, es wäre vielleicht mal an der Zeit, um Vergebung zu bitten. Ich werde euch nicht vergeben, aber vielleicht ist da ja jemand, der vergibt euch. Aber das müsst ihr dann an eine andere Adresse richten, nicht an mich. Ja, so, das wollte ich hier nur mal sagen. Ja, ihr könnt jetzt gerne hier weitermachen, ihr könnt auch was dazu sagen. Aber das war mir einfach nur ein Bedürfnis, halt mal das an euch zu richten, alle. Ja, war eine tolle Rede. Im Prinzip ist es auch so, dass Alex, ein bisschen was. bitte, du kannst gleich was dazu sagen, aber ich würde gerne direkt im Anschluss erstmal das Wort ergreifen. Na, mach das, Ist klar. okay, ja? Kein Problem. Super. Ja, super steiles Brett, Let's Play. Ich freue mich sehr, dass du wieder auf Sendung bist. Ja, ich merke halt auch, dass da wieder mehr Zuversicht da ist. Bei mir sieht es leider ein bisschen anders aus. Also, ja, für mich war es ziemlich wichtig, gerade in den letzten ein, zwei Tagen, vernünftige Sendungen hinzukriegen. Und es hat auch ganz gut geklappt. Aber Let's Play, du hast schon super auf den Punkt gebracht. Ich habe jetzt seit einer 20 Minuten oder Viertelstunde zugehört. Ich hab nicht alles gehört. Ich werde mir das auf jeden Fall nochmal anhören. Aber ja, du hast dich positioniert. Ja? Das finde ich ganz, ganz wichtig. Gerade auch so in Bezug auf mich. Und auch wenn wir hier wirklich, was die Sache angeht, wirklich in eine Richtung gemeinsam arbeiten, gibt es doch riesengroße Unterschiede, ja. Also du hast es benannt, dass ich halt auch eine Familie habe und auch ein Kind habe. Und du hast es aber auch sehr gut beschrieben, indem du da auf den Preis eingegangen bist. Ich kann das gar nicht wiederholen. Das war wirklich großartig, ja. Also du hast dem Ganzen, was an Substanz von mir in den letzten 2 Tagen geliefert wurde, jetzt wirklich noch noch gut einen draufgesetzt, ja. Ganz großes Kino. Ja, super. Ich bin ja unendlich dankbar. Genauso wie der Klugschieterin. Ja. Und eine Person möchte ich in diesem Zusammenhang jetzt auch gleich am Anfang erwähnen, nämlich den Manuel. Ich habe vorhin 20 Minuten mit dem Manuel gesprochen, ja, und ja, ich habe mich nicht wirklich nicht gut gefühlt, ja. Mir ging es wirklich richtig beschissen. Und ja, Manuel war ziemlich ehrlich, ja, und hat, wie sein Name schon sagt, mir seine Meinung gesagt, ja. Und das war gut, ja. Also es hat mir sehr viel Ängste genommen, ja. Er hat mir aber auch klipp und klar gesagt, dass da nichts passieren wird, ja. Also dass da kein Feedback kommen wird, ja. Und anyway, ich will jetzt nicht im Einzelnen seine Meinung da im Detail wiedergeben, ja. Auf jeden Fall war er ehrlich zu mir, ja. Und hat sich am Anfang auch entschuldigt dafür, dass er halt, wie hat er sich ausgedrückt, dass
Ja, dass es mir nicht gut ging und dass halt sein Video hat er da auch nochmal einen bestimmten Infekt ausgelöst hat. Er hat sich dafür entschuldigt, ja. Und das fand ich ganz, ganz wichtig. Und ja, und jetzt steh ich da und mache mir halt Gedanken über diese ganze Situation, ja. Und ich möchte es auch gehörig vermeiden, jetzt einzelne Leute da draußen weiter anzusprechen. Ich stehe da genau wie Let's Play da. Ich sitze da und habe eigentlich ganz, ganz wenige Leute zu dieser Situation nochmal direkt angeschrieben. Ja. Und ich erwarte da auch gar nichts. Ja. Das ist wirklich nicht der Punkt dabei. Es ist aber, wie ich das auch in den Sendungen versucht habe, schon zu beschreiben, ganz, ganz wichtig für mich, dass ich mich positioniere, dass Let's Play sich positioniert, so wie er es eben getan hat, weil dann kann man seine eigene Position dazu finden, einen Umgang finden. Ja. Ich habe auch ein sehr tolles Gespräch eben noch geführt, ein sehr langes, eine Stunde oder so, mit jemandem, den ich vom Gesicht her noch nicht so kannte, aber vom Facebook her, die mich ab und an unterstützt hat, ja, mit der habe ich jetzt zum ersten Mal länger gesprochen, weil ja, es gab da zu Missverständnissen und ich habe sie da auch vor den Kopf gestoßen und wir haben dann wieder ich sag mal, eine Verständnisebene dahergestellt, ja. Und das war für mich gerade in der Situation jetzt unheimlich wichtig, ja. Und ja, Let's Play hat sich da sehr positioniert und das möchte ich in diesem Zusammenhang nochmal über alle Maßen hervorheben, ja. Das ist mein größter Respekt und meine Achtung vor deinem Mut, dass du deine Entscheidung so für dich getroffen hast und egal, was da in Zukunft kommt, ja, also ich stehe zu dem, was ich da auch rausgehauen habe, ja, und möchte wirklich meine hundertprozentige Solidarität da signalisieren. Aber ich kann und will auch meine eigene Familie da nicht in Gefahr bringen. Ja? Und wenn es nicht so sein sollte, ich weiß, das klingt so ein bisschen ultimatummäßig, aber das ist nicht meine Intention. Aber wenn das weiter so still bleibt, dann werde ich meine Seite runterfahren. Dann gehe ich off. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Na, ich hoffe erstmal, um euch zu unterstützen. Ich hoffe natürlich genauso, dass sich mehr Leute einschalten. Ich bin auch der Meinung, dass jeder ein bisschen was zumindest machen kann, mal einen Fuß ins kalte Wasser halten, was das betrifft. Auch jeder, auch jemand, der Familie hat, kann mal ein bisschen Widerstand leisten, ne? Es würde mal einen Ruck durchs Volk geben, was vielleicht ein bisschen was ändern würde, auch eine Grundeinstellung gegenüber dem Ganzen. Du kannst jetzt damit anfangen, uns zu unterstützen. Mach mal ein klares Statement, was die Geschichte mit Martin Hüller betrifft. Hier und jetzt. Ja, ich habe die Petition von Toni unterschrieben. Ich habe da schon ein Statement runtergeschrieben. Ne? Ich hab's Also jetzt ist nicht das gesehen. hier Was hast denn digitale. da gesagt? Na, es ist gerade erst vor 10 Minuten passiert. Oder Also sag's einfach nochmal jetzt in der Öffentlichkeit halt, damit es jeder ja, dass ich mitkriegt. diese, dass ich, dass das, was dort niedergeschrieben wurde, zu 100% unterstütze. Das reicht doch. Das ist ja genau. Er hat ja alles aufgeführt. Okay. Und ich finde, das kann jeder unterstützen, auch wenn er eine Familie hat. Weil ich bin der Meinung, dass da eine gewisse Grenze überschritten wurde, ganz einfach, was solche Aussagen betrifft. Da kann eine Person, eine sogenannte Person des sogenannten öffentlichen Lebens, kann sich nicht hinstellen mit seiner Verantwortung, die er hat, mit seinen Views, die er hat, und einfach mal Ja, behaupten, dass irgendein Alex, YouTube. entschuldige, dass ich dich unterbreche. Ja, ich habe gerade den Kommentar gelesen. Ich habe mal freigegeben. Ein Wort in diesem Zusammenhang triggert mich jetzt so ein bisschen. Ja, nämlich das Wort Petition. Ja, also du unterstützt hiermit diese Petition. Es ist keine Petition. Ja? Es ist ein offener Brief. Ich werde es nachher Ja, anpassen und und dieser werde es warte mal ändern kurz, in offener Brief. bitte. Warte. Und dieser offene Brief,
sage ich mal, ist einfach nur so eine, ja, es ist eine Form von Postulat, ja, also man erklärt sich irgendwie und man bittet um die Positionierung von anderen Leuten. So, und ja, ich will jetzt nicht auf dem Wort Petition rumhacken, ja, aber wie gesagt, der Let's Play hat es ja eben schon gesagt, es geht hier um Positionierung und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das trotzdem irgendwie nicht passiert. Also ich kann mich täuschen, ja, also ich bin wirklich ziemlich verwirrt momentan. Ich habe viele Sachen sicherlich auch überzogen und aber ja, ich bin ein bisschen verwirrt, ja. Gut, wenn ich das wiederhole und vielleicht kannst du das ja einfach mal ausführen, ja. So. Ja, ich bin ja gerade auch dabei, ne? Sorry. Es geht natürlich gar nicht, dass das für jemanden, der sich im öffentlichen Leben steht, mehr oder weniger oder schon fast im öffentlichen Leben, der hat ja schon einige tausend Zuschauer sich da hinstellt und einen anderen YouTuber als etwas bezeichnet, was er faktisch nicht ist und was er auch gar nicht nachweisen kann. Er hat weder eine medizinische Ausbildung, noch hat er überhaupt selbst wenn er die hätte, könnte er gar nicht in so kurzer Zeit eine Diagnose stellen. Es ist einfach eine Aktion, die komplett daneben ist. Und das ist auch jedem klar. Und jeder, der jetzt ein bisschen was zumindest von den Videos, ihr habt ja nur gesagt, guckt ihr mal das Link, den Link an und das und das habe ich gemacht, dem muss dann im Endeffekt auch klar sein, wie solche Leute ticken, die sowas verbreiten. Das sind dann Leute, die würden wahrscheinlich immer den eigenen Vorteil suchen, wenn es irgendwo geht, im Prinzip, und würden dann wahrscheinlich auch im Zweifelsfall über Leichen gehen. Das ist zumindest der Eindruck, der bei mir dann so stehen bleibt. Ja? Okay. Gerade wenn es jetzt nur, wenn das mal nur um das Thema... Was mir eingefallen ist bei der ganzen Sache, wirklich, also ich eigentlich erwarte ich, auch wenn das jetzt ein bisschen anders klang, ja, aber wie gesagt, ich bin emotional, geht es mir gerade nicht sehr gut, ja, deswegen ist das schwierig. Aber eigentlich erwarten wir so von diesen anderen YouTubern nichts. Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass da ganz viele gibt, die einfach sagen, ja, ja, irgendwie würde ich da gerne irgendwas sagen oder machen, ja, und aber aufgrund meiner Situation und den ganzen Zwängen und bla und hin und her. Ja, aber wisst ihr, selbst so ein Zweizeiler reicht dann schon, ja. Es geht darum, dass man einfach weiß, woran man ist, ja. Und selbst Ausflüchte, ja, die uns vielleicht wehtun mögen, ja. Toni, du bist teilweise abgehakt. Bist du mit VPN drin? Nee. Toni, wir verstehen jetzt gar nichts mehr. Hallo? Jetzt hören wir dich wieder, aber du warst gerade sehr abgehakt. Ja. Nee, ist eigentlich alles okay. Nee, jetzt hören wir dich wieder. Okay, ist jetzt besser? Jetzt schon wieder abgehackt? Ich kann dich gut verstehen. Vielleicht liegt es auch an Let's Play, an deiner Leitung. Okay, das ist interessant. Ich habe da jetzt eigentlich keine Störung. Aber wenn ihn alle anderen verstehen konnten, dann muss es ja logischerweise an mir liegen. Vielleicht geht es jetzt wieder. Toni, sag wieder was. So, geht es jetzt wieder? Ich höre dich jetzt wieder nochmal, ja. Okay. Ja, ich höre dich auch gut. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Bei den YouTubern, ja, also es hat auch seinen Grund, warum ich da halt bestimmte YouTuber bzw. YouTuber an sich da gemeint habe, ja, aber es geht halt eigentlich noch um viel, viel mehr, ja, das ist nur, also es ist in dem Zusammenhang auch nur exemplarisch, ja. So, und wie gesagt, ich erwarte da gar nichts und ich bin da überhaupt niemanden sauer, wenn dann gar nichts kommt und bla, ich will nur, dass die Leute wissen, dass selbst so ein Zweizeiler, ja, der eine Ausflucht ist, ja, mehr ist, ja, damit kann man wenigstens was anfangen, ja, da ist man näher an daran, dass man weiß, woran man mit den Leuten ist, ja. Und Let's Play hat das vorhin sehr schön auf den Punkt gebracht, ja, so die Leute, die da jetzt sich solidarisch gezeigt haben und oder den Dialog gesucht haben, ja, das reicht ja schon, dann, wie Manuel das zum Beispiel auch gemacht hat, ja, dann kann man die ganze Geschichte wirklich handeln, da kann man damit umgehen, aber man vergisst es nicht, ja. Also genau wie Let's Play das gesagt hat, ich vergesse nicht die Leute, die sich da eingesetzt haben, ja, wie die Klugschieterin und andere, und
ich vergesse auch nicht, wer da geschwiegen hat, ja. Und das ist, meine ich jetzt wirklich nicht als eine Form von Drohung, ja. Das ist, liegt mir völlig fern, ja. Also ich vermeide es auch gehörig, irgendwelche Namen zu nennen. Also es geht um die Grundprinzipien, ja, denen unsere Gesellschaft eigentlich aufgebaut ist. Und entweder man tritt für sie ein, ja, und ist da bereit, auch was zu opfern für, ja, so Reputation oder irgendwie, ja, oder halt eben nicht. Und für mich ist jetzt ja definitiv eine Grenze gekommen, ja. Und wenn es, ja, ich gucke mir das jetzt noch ein, zwei Tage an und, ja, emotional war, ist es so, dass ich überhaupt keine, ja, ich werde das ganze Ding runterfahren. Ich werde meine Webseite ausschalten und werde meine Kanäle aufsetzen und werde nichts mehr machen. Ich werde keine. Ich will noch was hinzufügen. Und zwar, du hast es gerade eben gesagt, es geht um die Grundprinzipien unserer Gesellschaft. Ja, vor allem insbesondere freiheitliche Prinzipien. Ja, Leute, es geht hier nicht darum, ich will das nochmal betonen, es geht hier nicht darum, ob er uns mögt oder ob er uns nicht mögt. Ja, es geht hier um die Sache an sich. Und ich wäre dazu bereit, in dieser Sache auch Leute zu unterstützen, die ich überhaupt nicht ausstehen kann. Ich würde es tun, für die Sache an sich, um die Freiheit, die uns noch geblieben ist, das bisschen, zu verteidigen. Ja, denn darum geht es. Es geht um die Verteidigung der Freiheit. Nicht um die Verteidigung von mir oder von Tony Mahodi oder von sonst irgendjemandem, sondern für die Verteidigung der Freiheit von uns allen. Und das könnt ihr gerne verdrehen. Ihr könnt gerne sagen, oh, bla bla bla, aber ihr habt ja schon mal Leute angeschrien in der Sendung oder bla bla. Ihr könnt es gerne drehen und wenden, wie ihr wollt. Es ändert sich trotzdem nichts an den Tatsachen. Tony hat es auf den Punkt gebracht in seinem offenen Brief. Wir haben es auch jetzt mit mehreren Sendungen auf den Punkt gebracht und vor allem in der Sendung Hart auf Sendung 3, ein Tsunami kommt auf. Super, wie der Toni das da auch völlig nüchtern, sachlich nochmal aufbereitet hat, die ganze Geschichte, auch das Video von der Klugschieterin, sehr, sehr gut, was ich nochmal da zusammengeschnitten habe, die zwei Stück, vor allem die letzten 5 Minuten sind ganz, ganz interessant, ja. Das möchte ich nur nochmal betonen. Es geht hier nicht um Personen, es geht hier nicht um uns persönlich, ja. Es geht hier wirklich um die Sache. Und wenn ihr dabei schweigend zuseht, dann dreht ihr doch ihr die Freiheit mit Füßen und seht dabei zu, wie sie abgeschafft wird. Ja, das finde ich ganz wichtig, dass du das so trocken, auch nüchtern nochmal mit anderen Worten transportierst. Darum geht's, ja. Deswegen auch, ich habe vorhin gleich nach dem Gespräch mit Manuel auch das Fuck You-Video gelöscht, ja. Also Manuel hätte einfach zu mir gesagt, dass er das echt heftig fand, aber es mir auch nicht krumm genommen hat, weil er ganz genau wusste, dass es mir halt dreckig ging und ich stinksauer war, ja. Und die erste Aktion von mir war, dass ich das Video gelöscht habe. Ja, weil ich es wollte, ja, und nicht, weil ich Manuel einen Gefallen tun wollte und bla bla bla, ja, sondern, ja, er hat es auch von mir nicht gewollt, ja, ich habe es trotzdem gemacht. Ich würde es jetzt nicht an die große Glocke hängen oder da drauf rumreiten, aber ich will damit zeigen, dass wir hier nicht mauern und uns irgendwie zumachen, ja, und ich finde es ganz, ganz wichtig, in dieser Gesamtkonstellation, dass Let's Play mir sein Gesicht nicht zeigt, dass ich nicht weiß, wo er wohnt, und er hat mir sogar seinen Namen irgendwann mal gesagt, ich hab ihn vergessen, ich weiß es nicht mehr. Es spielt verdammt noch mal keine Rolle, ja. Und diese Aktionen hier, die hier laufen, sind halt für unser Verständnis darauf ausgelegt, an seine persönlichen Daten ranzukommen, ja, und ihn zu zerstören. Und ich stehe hier mit einem ganz anderen, in einem ganz anderen Punkt da. Wir unterstützen uns sozusagen hier gegenseitig so ein bisschen, weil durch diese Unterschiede, ja. Aber ich habe echt eine Familie, ich kann das nicht machen, ja. Stopp, ganz kurz, Toni, ganz kurz. Wer hört hier alles den Toni normal und wer hört den abgehakt? Sam, was ist bei dir? Ich höre ihn normal. Alles super. Gut, dann liegt's in, das kommt einmal. Pass auf, wir gehen trotzdem mal hin. Toni geht trotzdem noch mal kurz raus aus der Sendung und noch mal rein. Oder drück F5. Ich mache das jetzt auch mal, ja? Genau, Moment, ich bin gleich wieder drin, ne? So, hört ihr mich? Ja, wir hören euch super. Falls mal F5 nicht hilft, dann kannst du auch gerne mal Steuerung F5 drücken. Das ist dann,
glaube ich, da werden nochmal alle Cages gelöscht oder irgendwas. Das ist nochmal irgendwas anderes. Let's play. Ich bin wieder da, ja. Jo. Ich würde auch noch gerne was zu dem Thema da sagen jetzt. Ich glaube zwar jetzt nicht dran, aber falls es dazu kommen sollte und ja, eine Anzeige oder Klage oder was auch immer eingereicht wird und ich da mit betroffen sein sollte, dann sage ich das klar und das kann auch gerne dann da vor Gericht verwendet werden. Ich werde da nicht auftauchen, ich werde nichts bezahlen, ich werde da gar nichts mit zu tun haben, weil keiner das Recht hat, mich für meine Meinung zu bestrafen. Und wenn ich sage, Martin Hüller ist meiner Meinung nach ein Hurensohn, dann ist er das meiner Meinung nach. Und da kann mir keiner was gegen tun, weil es meine Meinung ist. Und ich scheiße da auf jede staatliche Institution oder irgendetwas. Das ist mir sowas von scheißegal. Und wenn, falls es nur darum geht, um Let's Plays Adresse zu bekommen und die dann zu veröffentlichen, dann biete ich hier öffentlich jetzt auch an, da kannst du zu mir kommen oder du hast meine Nummer, du kannst mir anrufen, egal was, ich habe die Mittel hier. Das ist mein Ernst. Ja, das ist schon. Ich spiele da nicht jetzt hier, das ist mein kompletter Ernst. Falls ich dazu kommen wird, dann kannst du zu mir kommen, kannst bei mir zu Hause übernachten, solange du dich dann sicher fühlst. Und das gilt dann auch für andere Leute, die dann privat dann wirklich im Privatleben so bedroht werden, die jetzt auch hier sind. Also das ist mein Ernst. Und da kann mir, egal welche, ich akzeptiere diese staatlichen Institutionen nicht und kein Gericht der Welt hat das Recht, mir meine Meinung zu verbieten. Und basta. Mehr habe ich da jetzt nichts zu sagen. Yeah. Dann wirklich mal ein High Five. Ja, das ist wieder eine andere Situation, ja. Also Ich weiß nicht, Let's Play, ob du das verstehst, ja. Also du hast ja schon gesagt, dass du da Verständnis hast, ja. Ja, ich weiß nicht. Das ist ein ganz schönes Schleudertraum, also, ja. In letzter Konsequenz versteht man es natürlich erst dann, wenn man wirklich in der Haut von jemandem steckt und in der konkreten Situation ist, ja. Aber ich habe da vollstes Verständnis dafür und ich stelle mir das, wenn ich mich mal da rein denke, in diese Situation, ja, ich stelle mir das jetzt einfach nur mal vor, dann stelle ich mir das extrem unangenehm vor und man trägt eben nicht nur die Verantwortung für sich selber, sondern eben auch für andere und man weiß nie, was passiert. Und selbst wenn nie etwas passieren sollte, man hat es aber immer im Hinterkopf, es könnte etwas passieren und das kann einen komplett in den Wahn treiben und zermürben. Ja, ich weiß. Die Gedanken, die du vorhin geäußert hast, auch bezüglich der, ich sag mal, gerichtlichen Auseinandersetzung und Weiterentwicklung, ja, darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, ja, und zwar in einem anderen Zusammenhang, nämlich mit dieser ganzen Steuergeschichte und, ja. Ja, aber es ist schlicht und einfach so, dass ich nicht alleine bin, ja. Also wenn ich alleine bin, würde ich sicherlich ganz, ganz anders da auch handeln und entscheiden. Aber ja, ich weiß nicht, wie es morgen aussieht oder übermorgen und tralala. Aber wenn ich von meiner jetzigen momentanen Situation ausgehe, dann ja, hat mich das alles hier ziemlich an die Grenzen gebracht. Also ich bin sehr froh, dass ich gerade in den letzten 2 Tagen da noch gutes Material liefern konnte. Ja. Zu dem ich jetzt auch noch hundertprozentig stehe, also bis auf das Fuck You-Video. Ja. Also da ja, ich meine, Toni, aber ihr habt ja auch euer Pensum beide mehr als übererfüllt. Also selbst wenn du dich jetzt zurückziehst oder Let's Play, sagen wir mal, ich meine, ich hoffe, es wird nicht passieren, aber selbst wenn, dann würde ich keinen Vorwurf machen. Also sehr wohl, wäre total bescheuert. Ja, ich möchte nochmal auf die, es ist eigentlich ist es eine exemplarische, kann man das deutlich machen. Also es ist wirklich heftig, wenn man versucht. Und ihr alle wisst das alle, dass wir halt auch ein bisschen analytisch unterwegs sind und auch halt Zusammenhänge gerade aufzeigen, ja. Das heißt, man ist also mit dem Oberstübchen nicht gerade in irgendwelchen dumpfen Regionen unterwegs, ja, um es mal neutral auszudrücken, ja.
Und wenn man dann halt in so eine Bedrohungssituation kommt, ja, weil eigentlich muss man sie, auch wenn betreffende Personen das halt nicht also so vorsichtig ausgedrückt haben und so, ja, und tralala, aber es ist de facto eigentlich eine Bedrohungssituation, die dann, wenn man diese Kette im Kopf durchgeht, wirklich an ganz, ganz finsteren Enden endet, ja. Und da, bei diesem Durchdenken dieser Kette spielt es halt auch eine riesengroße Rolle, ob man, ich sag mal, unabhängig ist, alleine ist oder direkt Familie halt, ja. Und damit meine ich jetzt nicht Familie, ja, im ursprünglichen Sinne, sondern eigene Kinder, ja. So, und das ist ziemlich heftig. Und wie gesagt, ich möchte da draußen niemanden unter Druck setzen oder nötigen oder hier irgendwie einen Eindruck, so einen komischen Eindruck vermitteln, ja, aber ja, wenn, ich lasse das jetzt 2 Tage noch laufen, ja, und gucke, was da für Feedback kommt. Ich werde auch nichts mehr raussenden und ich werde das auch in Sendungen oder so jetzt nicht mehr thematisieren wollen. Aber wenn da nichts passiert, dann mache ich einfach dicht. Und das meine ich jetzt nicht, ja, wie soll ich das beschreiben? Ja, gibt auf und tralala. Ja, es ist, es gibt da keine Optionen, ja. Ist einfach so. Und ich könnte das nicht halb machen, ja. Also entweder mache ich das mit voller Überzeugung, ja, oder ich mache es gar nicht. Und ich habe auch überhaupt kein Problem damit, Leute, ja. Ich, das müsst ihr wirklich glauben, das müsst ihr wissen, ja. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Und das ist genau dieselbe Situation bei Let's Play, der selber sagt, er könnte es nicht ertragen. Könnte es nicht ertragen, ja. Und so geht es mir mit meiner Arbeit. Ja, mit meinen Videos und mit der Webseite und mit den Hangouts. Das wird dann komplett einfach ausgeschaltet. Ja. Und dann konzentriere ich mich darauf, meine Familie zu schützen und mich mit diesem Juristenscheiß auseinanderzusetzen, um das abzuwehren. Ja. Ich werde keine Öffentlichkeit daran zu ranziehen. Würde ich nicht machen. Wenn es losgeht, ja, und da kein Support da ist von der Community, dann werde ich das nicht machen. Es tut mir leid. Na, ja, Leute, warte mal gerade. Das ist auch eine klare Ansage an alle, die das sehen. Und es gucken ja ein paar tausend Leute die Videos. Es liegt wirklich an euch. Ja, wir haben auch nur, wie soll ich euch das jetzt sagen? Also irgendwann sind wir halt auch mal mit unserem Latein am Ende oder vielleicht mit unserer Kraft am Ende oder sowas, ja. Und wenn wir an vorderster Front stehen und wir sind die Spitze des Speers, dann muss da aber auch ein Schaft noch sein aus Holz, der hinten dran steht. Das ist wie in einem Krieg oder sowas, ja. Das, was da vorne passiert an der Front, das ist nur das Geringste. Das ist ja auch nur die geringste Teil so einer Armee halt. Das meiste ist Support und alles, dass das da läuft und das ist ganz wichtig. Und wenn der Support nicht da ist, ja, dann funktioniert das nicht. Dann ist da ganz schnell Schluss, ja. Und es ist nicht nur der finanzielle Support in einem Fall von juristischen Konsequenzen dann halt für gewisse Leute hier, ja, sondern eben auch der moralische Support. Und der fehlt, da muss ich sagen, es lässt extrem zu wünschen übrig. Ich möchte wirklich nochmal jedem danken, der sich wirklich gemeldet hat und der sich jetzt selber auch ins Fadenkreuz begeben hat, ja, von gewissen Leuten. Und da auch nochmal unsere volle Solidarität. Markus Möller schreibt hier nochmal, Denunziantentum darf kein Platz eingeräumt werden. Dies bekämpfe ich mit aller Härte. Genau so sieht es aus, Markus. Vielleicht hast du ja nachher noch Zeit, kurz in die Sendung reinzukommen. Ich weiß nicht, wie lange sie noch geht. Ich fänd das total klasse, Markus. Ja? Und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass auch der Markus jemand ist, auf den man echt voll und ganz zählen kann. Ja? Das ist nicht nur so ein Schwätzer oder sowas. Ja, wie andere vielleicht. Ja, so Sonntagslibertäre oder was hier, ne? Wenn schönes Wetter ist, dann passt das alles schon, aber wenn es mal hier ein bisschen heiß hergeht, dann hält man eben die Schnauze. Ja, und da ist das keiner von denen und das will ich echt nochmal hervorheben, ja. Also, Markus, ich vergesse dich des Öfteren mal. Du bist ja auch nicht so oft bei mir in der Sendung drin und ich vergesse das manchmal echt zu erwähnen, dass du auch wirklich einer von denen bist, ja. Und das ist, ich finde das echt klasse und ich muss sagen, ich freue mich wirklich über jeden, der uns auch jetzt moralisch unterstützt hat und alles. Das ist einfach nämlich viel wert. Ja, ich will das nur noch mal sagen. Ich möchte mich auch noch mal bedanken, ja, so nicht nur bei der Heike, ja, der ich dieses wunderbare Gespräch hatte, sondern auch
von den Leuten, die sich halt auch bei Facebook und so gemeldet haben. Ja, ich habe eine wunderbare Mail gekriegt von jemandem, der eine sehr, sehr interessante Parallele aufgetan hat. Also der hat von ähnlichen pathologisch-narzisstischen Mustern gesprochen in Bezug auf die Arbeitslosen, das Arbeitslosenmanagement in Österreich, glaube ich, ja. Und der hat gesagt, ja, das, was du in deinem Video da aufzeigst, ja, diese Zusammenhänge, die erlebe ich auch in einem ganz bestimmten Bereich, nämlich dort. Dass halt da systematisch die Leute unter Druck gesetzt werden und kaputt gemacht werden, damit sie gefügig bleiben, ja. Das ist der Oberhammer, die Tragweite von diesem Ding, ja. Das sind, glaube ich, Let's Play und ich uns eigentlich auch noch nicht gerade bewusst. Es ist eigentlich schon viel zu viel, was wir hier riskiert haben, ja. Und ich ziehe jetzt hier voll die Reißleine, ja. Also, wie gesagt, ich stehe zu 100% hinter dir, Let's Play, ja. Aber bitte verstehe meine Situation. Ich würde das dann auch einfach alles einreißen, ja. Ich kann ich einfach nicht machen. Ich kriege das mit meiner mentalen, Situation, so, ich kriege das nicht hin, ja. Ja, meinen größten Respekt dafür, dass du dich so positioniert hast, ja. Ich finde das absolut großartig, ja. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das viele Leute draußen auch zu schätzen wissen. Ja, die verstehen, es gibt Leute da draußen, die verstehen, was das für eine Tragweite hat und wie wichtig das ist. Ja. Ich möchte übrigens nochmal jemanden erwähnen jetzt, bevor ich den vergesse. Auch Wolfgang Rettig hat sich gemeldet bei mir und hat mir auch angeboten, in die Sendung zu kommen letztens. Da hatte ich jetzt aber noch nichts geplant. Da war ich mir auch nicht sicher. Also das muss halt in einem bestimmten Rahmen sein, ja. Und damit das wirklich auch seine Wirkung erzielt. Und den Namen, den habe ich damals noch nicht abgesteckt. Ja, und das war auch noch in der Zeit, wo ich noch total emotional überladen war und dann vielleicht ausgerastet wäre. Und dann, ich möchte jetzt einfach nochmal erwähnen, dass Wolfgang Rettig mich auch unterstützt hat und dass er auch dazu bereit war. Ich habe dann gesagt, okay, weil er auch momentan sehr beruflich angespannt ist und da noch andere Sachen laufen. Ich glaube, das muss nicht unbedingt sein, aber ich will nochmal sagen, er hat es mir angeboten und das ist auch für mich einer der integersten Menschen, die ich kenne. Und ich sage das nicht nur einfach so. Gut, viele von euch kennen ihn vielleicht gar nicht. Ich habe früher auch Sendungen wegen mir gemacht. Und wenn er das so sagt, dann macht er das auch. Und vielleicht, gut, jetzt haben wir hier nichts vereinbart, dass er jetzt da reinkommt. Vielleicht schicke ich ihm nochmal den Link oder sowas. Und könnte sein, dass er auch dann nochmal kurz hier in der Sendung auftaucht. Ja. Werde ich sehen, muss ich mal gucken. Ich glaube, ich schicke ihm das einfach mal und dann sehen wir weiter. Ja, aber also wie gesagt, Dankeschön, wirklich. Also ich habe mich da wirklich über jede einzelne Zeile, habe ich mich da gefreut. Ja, aber Manuel hat da vermutlich recht, ja. Also da wird nichts passieren, ne? So, und davon gehe ich halt auch aus, ja. Aber, ja, schwierig. Ich finde sogar, dass man das nicht so negativ sehen sollte mit der Drohung von Anklagen oder juristischen Mitteln, weil das könnte man auch gut nutzen, zum sagen, ja, dann da muss ja irgendwas daher dahinter stecken. Weil sonst würde er nicht die Justiz damit hineinziehen. So. So sehe ich das jedenfalls. Das könnte man auch noch nutzen. Also für uns positiv nutzen in dem Moment. Weil, ja, warum sollte er sonst, wenn wir lügen würden oder einfach Lügen erzählen würden oder was auch immer? Behauptungen, warum sollte er dann juristische Maßnahmen ergreifen? Da muss ja was dahinter stecken. So sehe ich das jedenfalls.
Ja, Toni, und wenn jetzt da wirklich, wenn es in irgendeiner Art und Weise mal jemand da justiziabel belangt werden sollte, dann gibt es da natürlich mehrere Stränge, die man da fahren kann, und da kann ich auch beratend zur Seite stehen. Manches ist innerhalb der Fiktion argumentiert, manches komplett außerhalb der Fiktion. Muss man halt wissen, wie man vorgehen will. Ja, man denkt, aber wie geht das Spiel aus hier, das ganze große Spiel auf der Wie das Welt? große Spiel ausgeht. Also ich glaube, das große Spiel, ich glaube, die auf der Seite der Wahrheit stehen, werden, glaube ich, das Spiel gewinnen letztendlich. Ob wir das dann noch erleben werden, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass am Ende das Gute gewinnen wird, glaube ich. Ich habe irgendwie so einen Eindruck, dass es da vielleicht noch mal hart auf hart kommt oder so. Aber ich glaube nicht, dass die satanischen Kräfte das gewinnen werden. Ich glaube, da ist die Gegenkraft zu den satanischen Kräften, ich glaube, die ist einfach viel stärker. Und dagegen kommt, glaube ich, keiner an. Und Gut, ich gut. glaube, die auf der Seite stehen, die werden auch nicht fallen lassen, glaube ich. Ja. Und ich glaube, die auf der satanischen Seite stehen, ich glaube, das wird sich noch rächen. Ich glaube, es wird sich wirklich rächen. Ich glaube, das wird jemand nicht vergessen, wer auf welcher Seite gestanden hat. Ich könnte mir das gut vorstellen. Ja, wir dürfen auch nicht vergessen, in dem ganzen Zusammenhang, dass das ja alles, ja, das ist Massenpsychologie, beziehungsweise Psychologie. Ja? Und auch viel, zum größten Teil Herr Täuschung, Verdrehung. Ich habe das bei dem Gespräch mit Heike gemerkt. Ja? Es ist eine von den wenigen, ja, die sich wirklich die Zeit genommen hat, ja, schon 2, 3 Stunden Material gesichtet zu haben. Ja, und da war sie gerade mal bei Folge 1 von Hart auf Sendung. Das heißt, die wichtigen Videos, nämlich Hart auf Sendung 3 mit den komprimierten Ausführungen, hatte sie noch gar nicht gesehen. Ja. Und es hatte auch einen Grund, warum wir halt auch diesen Konflikt hatten, sage ich mal, bei Facebook. Ja. Und wir haben aber die Gelegenheit genutzt, dieses Misslevel einfach mal auszugleichen. Ja. Also ich habe ihr erklärt, warum, ja, und wie die Gesamtsituation ist. Und ich habe mir aber auch Zeit genommen, die Gelegenheit zu nutzen, das halt aus einer anderen Perspektive von jemand anders auch zu betrachten, ja. So, und das ist, ja, das ist Empathie, ja. Also eigentlich das Gegenteil von den Begriffen, die hier in diesem Zusammenhang oft gefallen sind, ja. Aber das nur nebenbei. Ja, aber auf jeden Fall, ja, kann man dann so einen Ausgleich herstellen, ja. Warte mal ganz kurz, sorry. Warte mal ganz kurz. Folgendes: Ich werde jetzt meinen Router neu starten. Ja, ihr wisst ja, das dauert immer ein bisschen. Und wenn ich nicht hier drin bin in der Sendung, dann ist die auch schnell mal zu Ende. Toni, ich werde nochmal die Steuerelemente für dich reingeben. Vielleicht bringt das irgendwas, dass du da noch drin bist, damit es nicht geschlossen wird. Folgendes: Ich werde das jetzt machen, weil es kommt hier alles sehr abgehakt bei mir an. Ja? Ich werde jetzt neu starten, und wenn ich schnell genug bin, dann läuft auch die Sendung weiter. Falls ich nicht schnell genug bin, ja, dann werde ich einen zweiten Teil gleich machen von der Sendung. Das kann dann 5 bis 10 Minuten dauern, bis die halt anläuft, aber es geht dann auf jeden Fall weiter. Ja? Nur, dass ihr Bescheid wisst, ich bin mal kurz raus. Ja, ihr könnt ja weiterquatschen in der Zeit, und ich hoffe, ich bin schnell genug, und dann, damit das wieder läuft, weil irgendwas stimmt hier nicht mit der Verbindung. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Jo, alles klar. Bis gleich. Ja, wo war ich denn stehen geblieben? Ja, bei diesem Ausgleich. Ja. Und das war aber in dem Moment ganz, ganz wichtig für mich. Ja. Dass da eine Verständnisebene gegenseitige aufgebaut wird. Das ist das, ja. Und heute lief auch ein super interessanter Hangout, könnte ich nur empfehlen, bei Robert to Fall. Ich gehe da zwar davon aus, dass er, weil er mal Musik spielt, dass das wieder nicht verfügbar ist, ja. Aber da war ich auch ab und zu drin. Ja. Und Robert zuvor hat sich bezüglich einer Person auch eindeutig erklärt. Ja.
passt auch super in diesen Zusammenhang. Aber was halt auch super interessant war, dass der Hangout, obwohl 19 Leute zugeschaut haben, ja, also er hat zwar den Hangout-Link öffentlich gepostet, ja, aber es waren nur 19 Zuschauer drin und ungefähr 10 Minuten, nachdem ich da drin war und angefangen habe zu reden, wurde der gecrashed, ja. Ja, und Robert zuvor hat sich natürlich tierisch aufgeregt, ja, und der war sogar noch angetrunken und tralala, ich war sehr, sehr misstrauisch bei der ganzen Geschichte, ja. Aber wir sind auch wunderbar in Dialog gekommen, ja. Das heißt, er hat hier eine Erfahrung gemacht, die er vorher noch nicht kannte. Und ich kannte die aber schon. Ich konnte ihm ganz genau sagen, was das für Ursachen hat und dass es sehr, sehr kontraproduktiv ist, sich danach so tierisch aufzuregen, ja. Weil er hat dann auch solche Termini wie Klimsi verwendet und hat es aber leider nicht mitgekriegt. Ja, und ja, es wiederholen sich ja immer wieder dieselben Geschichten, ja. Und ich kann immer wieder nur sagen, Leute, guckt euch die Videos an, ja. Also, ja, und guckt euch an, durch was für eine Scheiße wir gelaufen sind. Also ich vor allem, mit Knacki und hast du nicht gesehen, ja. Für mich hat sich das Ganze hochgeschaukelt, ja. Und viele Leute da draußen sagen, ja, der Let's Play will den Toni einnehmen und der Toni nimmt den Let's Play ein und bla bla bla. Ich sehe das nicht so, ja. Also ich denke, dass Let's Play, also die Klugschieterin hat in einem Video das sehr schön beschrieben mit der Schrotflinte, ja, also dem, es ist sehr schön, das Prinzip, was auch in den Hangouts gemacht wird, was auch die eine Person angewendet hat, die da mit jemandem in dem Hangout reden wollte, ja, und dem dann alles egal war, um das dann zu machen, ja. Also das Prinzip, auf jemanden mit der Schrotflinte zu schießen, aber jemand anders eigentlich treffen zu wollen, ja. So, und da könnt ihr euch jetzt aussuchen, ob auf mich geschossen wurde, um ein Let's Play zu treffen, oder ob auf Let's Play geschossen wurde, um mich zu treffen. Ja, also, auf jeden Fall, ja, es ist absolut heftig, was hier gerade läuft, ja. Und ja, ich kann nur hoffen, dass das ein gutes Ende nimmt, ja. Und ich bin sehr, 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 sehr froh und sehr, ja, auch so ein bisschen stolz, ja. Also ich auf Let's Play, ja. Es ist absolut großartig. Ja, und ja. Das hat alles wirklich so eine Dimension angenommen, ja, wo man dann irgendwie sagt, kann es sein, dass man hier wirklich von Anfang bis Ende als Spielball gebraucht wird, ja, missbraucht wird. In so einem Gesamtzusammenhang, ja. Es ist unheimlich schwierig. Ich habe keinen Bock da drauf mehr. Ich kann es nicht mehr. Ja. Ich möchte einfach nur meine Videos machen, Bücher vorlesen. Ja. Ich habe da keinen. Ich will das nicht. Ich will diesen ganzen Stress nicht. Echt. Aber ja, wenn man sich auf die Fahnen schreibt, die Wahrheit zu sprechen, ja, dann ja, wie braucht man ein schnelles Pferd? Ja, war das so? Auch was Wahres dran. Ja, ich hoffe, Let's Play kommt gleich wieder, weil ja, ich nicht immer Monologe halten möchte. Ja, Sam, bei dir ist es ja so, dass du hast ja einen anderen Background. Also du wohnst ja auch nicht in Deutschland. Deswegen bin ich immer so ein bisschen erschrocken, wenn ich diese freiheitlichen Worte höre, ja, die du sprichst. Ja, machst das wiederum aus einem ganz anderen Fokus, also aus einem anderen Betrachtungswinkel. Ja. Trotzdem bin ich unheimlich froh, dass du auch da bist. Ja, ja, ist ja nur selbstverständlich. Wenn man sieht, dass irgendwo Ungerechtigkeit herrscht, dann muss man da auch was sagen, finde ich. Und ich finde es nicht okay, wenn einen anderen Leuten Meinung unterdrückt wird und dann noch mit Lügen dann noch dazu. Und wenn man dann selbst keine Wahrheit erträgt, ja. Ich finde es eigentlich auch gut. Ihr müsstet euch ein bisschen mehr trauen, aber ja, bei euch in Deutschland ist das mit den Gesetzen halt noch etwas anders wahrscheinlich. Aber ich finde das gut. Und hier gibt es das ja nicht, diese Szene hier und so, wo man dann ein bisschen sprechen kann. Deswegen bin ich auch froh, so dass ich ja das entdeckt habe, die Haus und
gerade jetzt den Kanal von Let's Play und so, auch wenn wir ganz am Anfang ich ihn ein bisschen angegriffen habe, weil ich ihn missverstanden habe, aber ja, ich bin trotzdem froh und ich habe auch viel gelernt und das, was ich auch hier gelernt habe, gerade in Sachen Psychologie, nehme ich mit in mein privates Leben und habe da auch schon sehr viel ausgetiert mittlerweile und ich finde, das sollten auch die anderen Leute machen. Ich finde das, ja, wirklich cool. Naja, auf dem Begriff, da triggert mich gerade so ein bisschen, weil da haben wir vorhin bei Robert to Fall, auch im Hangout, habe ich da was gesagt drüber, nämlich, dass das eine Säuberung ist. Ja? Also dieses Wort Säuberung, ja, Säuberungsaktion ist sehr stark belegt, ja, so sind sofort Assoziationen da, ja, hier, Drittes Reich, Bücherverbrennung und so weiter, ja. Aber eine Säuberungsaktion kann einen durchaus positiven Charakter haben, ja. Wenn man nämlich schlicht und einfach sich ermächtigt und die persönliche Entscheidung trifft, hat mit ganz bestimmten Leuten oder ganz bestimmten Sachen einfach nicht mehr mitzumachen, ja. Sondern so das, was diesen Positionieren eigentlich zugrunde liegt, ja. Und gerade in der Hangout-Szene ist es unheimlich wichtig, dass die Leute das lernen. Und ich fand das super, dass Robert to Fall auch auf meine Kritik, ja, mit reflektiert, das reflektiert hat und halt auch zur Eigenkritik halt auch fähig war, ja. Das war super, das fand ich super, ja. Und ja, nur so wird das was. Let's Play, schön, dass du wieder da bist. Ja, das ist immer noch ein bisschen abgehakt. Vielleicht muss ich nachher nochmal einen Rechner neu starten oder so, aber ich guck mal, vielleicht geht's auch so. Ist ein Unwetter über dir? Nee, ich hab das Problem auch sonst eigentlich nie. Oh. Weltschmerz, Schweigeminute. Ja, ich möchte mal gerade zum Wolfgang sagen, also falls er gerade zuguckt, weil er guckt sich nämlich einiges tatsächlich an. Das halt auch. Ich weiß ja, wie du drauf bist, Wolfgang, und dass du auch gerade noch andere Sachen hast, die dich sehr anspannen momentan und ich weiß auch, dass du dich dann da wieder komplett reinsteigern würdest, weil ich weiß ja, du machst keine halben Sachen, du machst halt entweder komplett oder machst halt mal vielleicht auch eine Zeit lang nichts, aber wenn du was machst, dann machst du es richtig und ich weiß, dass ich das wahrscheinlich auch wieder sehr, sehr da einspannen würde, wenn jetzt hier, also wie gesagt, Wolfgang, also es ist jetzt nicht unbedingt erforderlich oder sowas, aber ich danke dir wirklich für dein Angebot, falls du es dir anguckst und ist nur, wenn der einfach gerade Bock hättest oder sowas, da irgendwie reinzukommen oder so, ja. Mir hat das auf jeden Fall nochmal viel Kraft gegeben, auch das Gespräch mit dir letztens und dass man auch weiß, man ist da nicht allein und so, ja. Und dass dich das auch nicht kalt gelassen hat, ja. Auch wenn der Wolfgang jetzt nicht alles zu 100% mitbekommen hat, weil der guckt sich jetzt nicht. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ja, so. Ich habe gerade eine Nachricht von Mythenmetzger gekriegt und
Naja, ich möchte darüber eigentlich nicht viel sagen. Er vermittelt dann nur, dass er von der Liste genommen werden möchte, ja, weil er wirklich Probleme hat mit. Er hat auch seine Gründe dafür, die ich jetzt hier nicht nennen möchte, ja. Und das werde ich auch schlicht und einfach machen, ja. Also ich werde den Namen einfach da runternehmen. Und das würde ich auch bei den anderen machen, ja. Also überhaupt kein Problem. Ja. Also schreibt mich ruhig an. Ja. Danke für das Feedback, ja. Und das zeigt doch, dass die Leute, also jetzt Let's Play und Toni, dass mit ihnen zu reden ist, wenn es um solche Dinge geht. Let's Play hat auch schon mehrfach gesagt, wenn einer in den Hangouts ist und er irgendwas unüberlegt gesagt hat oder so, soll er mit Let's Play reden und er nimmt das dann raus. Also, ja, das zeigt ja aber, dass mit den Leuten hier zu reden ist. Und wenn man da auch ganz direkt ist, direkt ist, ohne auszuweichen oder ja, zu schwurbeln, dann wird dem wahrscheinlich auch Folge geleistet. Skeptic Punk, der schreibt hier gerade, Let's Play schmeißt doch am liebsten Leute raus, die Toni nicht mag. Und ich würde sagen, mit dir fange ich an, weil das ist ja gleich ein doppelter Grund, weil ich mag dich nämlich auch nicht. Und schon bist du weg. Übrigens mal hier in den Chat, ne? Ihr werdet es nicht schaffen, mich heute zu triggern. Ja, ich schaffe das nicht. Ich war die letzten Tage wirklich fertig. Aber ich habe jetzt wirklich wieder neue Kraft und ich bin jetzt wieder, wie soll ich das sagen? Ich kann das nicht so genau beschreiben, aber es funktioniert nicht mehr. Ich werde auch jetzt hier nicht ausflippen. Ja? Ich werde den einen oder anderen vielleicht mal rausschmeißen, das werde ich machen, aber ansonsten ist das halt so. Ja. Toni hat vielleicht der Markus den noch geschrieben. Er hat vorhin geschrieben, er wäre noch am Arbeiten. Vielleicht kannst du noch mal kurz anschreiben. Wenn ich wüsste, der kommt noch rein, dann würde ich vielleicht auch noch ein bisschen machen. Aber halt, also dann würde ich halt auf jeden Fall noch weitermachen mit der Sendung halt, ne? Weil ich den auch gerne noch drin hätte, aber wenn jetzt der auch nicht mehr rein will, dann muss ich mal gucken, wie lange wir noch machen. Also so ein bisschen auch davon abhängig. Ja, okay. Ich habe mal angetickert. Wenn ich auch mal sehr, sehr gerne drin gehabt hätte, das wäre die Klugschieterin gewesen. Auch wenn sie vielleicht nur niedrige Bandbreite hat, aber die reicht oft schon, die niedrige Bandbreite. Und wenn es notfalls gewesen wäre, übers Telefon oder irgendwas da, ins Mikrofon oder was auch. Ja, aber der Markus kann gerade nicht. Ja, okay. Ja, trotzdem, Markus, nochmal danke, dass du auch in vergangenen Sendungen drin warst. Und du hast da auch wirklich Klartext geredet in der Öffentlichkeit und finde ich richtig gut. Davon braucht es wirklich mehr, glaube ich. Mir ist da noch was eingefallen eigentlich. Die Leute, die nicht bereit dazu sind, juristische Konsequenzen für die freie Meinung und die freie Äußerung einzugehen, das sind auch nur Heuchler in meinen Augen, weil die werden lieber knien, die werden sich lieber beugen
anstatt ja zu sterben oder ja bleiben und mit erhobenem Kopf dagegen anzukämpfen. Weil das ist ja erst das kleinste Mittel juristische Maßnahmen eigentlich. Let's Play hat es vorhin schon erwähnt, denn wenn die NWO vollendet wird und wir dann hier einen richtigen Polizeistaat haben, dann werden wir darüber lachen, über juristische Mittel, weil da geht das ganz anders. Ja, und Die dann werden Leute, die vielleicht auch. damals und die Leute, die damals in der DDR gelebt haben oder in der UdSSR, die wissen ganz genau, von was ich rede. Ja, da Ja, geht das ganz anders. und dann wird vielleicht auch der ein oder andere, dann wird es ihm klar werden und vielleicht kommt dann sogar irgendwie nochmal von irgendwelchen Seiten her Widerstand oder die Leute werden verzweifelt, vielleicht handeln, aber dann ist es zu spät. Ja, dann ist es zu spät. Jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, aber. Wie lange ihr noch die Möglichkeit habt, weiß ich nicht. Vielleicht, ich habe mir sogar in den letzten Tagen mal überlegt, vielleicht wird das auch gar nicht so kommen, dieses Schreckgespenst, was uns da immer gesagt wird in diesem totalitären Staat. Vielleicht wird man einfach die Leute dazu kriegen, freiwillig alles mitzumachen. Und vielleicht braucht man das dann auch in letzter Konsequenz nicht, denn es funktioniert ja auch sehr gut momentan freiwillig. Ja, die werden nicht dazu gezwungen, die Schnauze zu halten, die Leute. Ja, die werden ja auch dann nicht gleich eingebuchtet, wenn sie hier etwas sagen. Ne? Und sie machen es trotzdem nicht. Es funktioniert doch jetzt schon wunderbar. Also auch diese Selbstzensur und wegsehen, wegducken, die Schnauze halten, das klappt doch jetzt schon alles. Ja? Und vielleicht erreichen wir einen Zustand, wo wirklich dieses totalitäre Regime oder was, dass wir das einfach gar nicht brauchen, weil das Ganze einfach zum Selbstläufer wird. Ne? Ich könnte mir das echt vorstellen. Also als Alternative dazu. Ja, also wenn noch irgendjemand rein möchte, der da auch noch gerne etwas, noch ein paar klare Worte finden will zur derzeitigen Situation oder auch ansonsten, der kann mich gerne noch über Discord anschreiben. Ihr könnt das auch noch im Nachhinein machen, ja. Also wenn ihr nur die Aufzeichnung seht oder so, ja, ihr könnt gerne Kommentare ja unter das Video schreiben, könnt da auch mal euren Senf dazugeben und macht ihr ja sowieso. Mich auch gerne auf Discord anschreiben oder so, wenn ihr uns unterstützen wollt. Und gerade auch bei Leuten wie ein Toni. Also ihr Leute, ihr braucht, wenn Toni wirklich mal alles dicht macht oder so, ne, ihr braucht nicht zu jammern hinterher, weil es liegt ja an euch. Ne? Wie gesagt, also ich denke, wenn jetzt mal hier wirklich massiv der Support kommt oder was, und ich rede da jetzt wirklich mal von eurem moralischen Support oder so, dass ihr einfach mal anfangt, das Maul aufzumachen oder so, ja. Dann kann sich das Ganze auch nochmal drehen, aber wenn da jetzt nichts kommt. Oh! Oh, der Wolfgang Rettich ist drin. Hi Wolfgang. Du hast hier gar keinen Schlüssel, warte mal, ich gebe dir einen. Ich hoffe, das ist auch der echte Wolfgang. Kann das mal gerade jemand überprüfen? Hallo Let's Play, du könntest mir einen Link zusenden, vielleicht 10 bis 15 Minuten. Ja, dann werden wir auf jeden Fall noch weitermachen. Wolfgang, also ich freue mich, wenn du drin bist. Es Ja. ist er. Es ist er. Ist der echte Wolfgang. Okay. Wo soll ich dir den Link zuschicken? Über Skype oder was? PN auf YouTube. Okay. Dann muss ich hier extra wieder raus. Kann mal jemand von euch, Wolfgang Rettich, das gerade schicken auf YouTube?
Bin mit dem Handy, Toni, kriegst du das hin? Für mich ist es ein ziemlicher Aufwand, würde ich hinkriegen, aber es... Ja, kein Problem, ich mach. Genau. Gerade beim Wolfgang Rettich im Kanal, der hat ja nur einen und dann als persönliche Nachricht. Der Wolfgang, das freut mich wirklich ganz besonders. Ja, wir hatten auch hier schon Wolfgang in der Sendung drin, schon zweimal sogar. Aber das erste Mal, das war wirklich der Hammer. Das war hier Deutsch, was ist das? Guckt euch mal die Folge an, die war richtig, richtig gut. Ja. Und wir hatten nochmal eine, der ultimative Schuldkult, der hatte aber der Wolfgang leider technische Probleme, da ging es nicht. Ja. Und Wolfgang, es freut mich wirklich, dass du die Zeit hast. Ich weiß, du bist sehr, sehr eingespannt in letzter Zeit und hast so einen Haufen andere Sachen zu tun. Und es geht doch jetzt gar nicht so sehr um Personen an sich oder sowas. Ich habe es heute nochmal hier ein bisschen allgemeiner gesagt und ja, ich musste da einfach nochmal was loswerden halt, Wolfgang, und ich hatte mir auch echt überlegt, auch mal irgendwie alles dicht zu machen oder so, oder wie geht es überhaupt weiter? Ich habe mir ganz viele Gedanken gemacht und ich bin einfach zu dem Schluss gekommen, dass ich das einfach nicht verkraften würde, einfach aufzuhören oder so. Ja, ganz kurz, nicht zum Gegenteil Livia, sagen. Ja? Die Livia möchte den Link auch haben. Aber Livia, du bist ja momentan nicht auf Discord, ne? Warte, Livia, Moment. Falls der ein oder anderen Wolfgang nicht von euch kennt, geht mal auf seinen Kanal, der hat richtig gute, ich wurde damals auf ihn aufmerksam durch die Deutschland-Videos, die er gemacht hat, und man merkt es richtig, dass er da echt mit Herzblut bei der Sache ist, ja. So. Ich schick's dir mal. Ist das auch ein Hangout-Link? Also Wolfgang, ich will heute jetzt nicht hier irgendwie eine Martin-Bashing-Sendung machen oder sowas, ja. Oh, der Wolfgang ist drin, sehr schön. Hi Wolfgang, klappt alles technisch? Ja, hallo? Hallo? Ja, schön. Hört ihr mich? Ja, man hört dich. Verständigungsklar und deutlich. Schön, dass du da bist. Ich muss den Ton ausschalten, Moment. Okay. So. Ach du Scheiße. Ja. Liebe Leute, hört ihr mich? Ja, wir hören dich und wir hören es immer noch im Hintergrund. Also am besten dann das Fenster da dort auf Stumm oder so oder. Das gibt's doch. Was du noch jetzt ist besser, Wolfgang. Jetzt hören wir nichts mehr doppelt. Okay, ja, jetzt habe ich den Chat nicht mehr. Ich hab das ganze Fenster wegmachen müssen. Ja. Ich wollte hier diesen Lautsprecher ausschalten und die Maus, die greift nicht. Also das ist die Interaktivität hier in meinem Browser im Moment, die ist grausam. Michael? Ja, also, ja. Entschuldigung. Das Hoffi. So, Scheiße. Wir hatten telefoniert gestern, ne? Let's Play. Ja. Wir hatten gestern telefoniert und wir kennen uns ja schon eine ganze Weile und wir haben auch heftige Erlebnisse gehabt hier auf YouTube gemeinsam, ne? Und da ist eine menschliche Verbindung einfach da zwischen uns beiden. Und ich habe diesen Zoff mitbekommen. Ich hatte das ganz am Rande mitverfolgt und verfolge diese Hangouts nicht. Das frisst Zeit ohne Ende. Und es interessiert mich auch gar nicht so wirklich, was da abgeht. Und aber es sind Leute, die nach der Wahrheit suchen auf ihre Art, die eben mit diesem System nicht klarkommen, genau wie ich das nicht tue. Und mir tut es irgendwie weh, wenn ich sehe, wie sich die Leute zerfleischen. Also das ist eigentlich genau das, was keiner von uns brauchen kann, dass wir untereinander uns die Köpfe einschlagen. Bin ich zu hören oder rede ich hier gerade ins Leere? Nee, wir hören dich. Nee, ja gut, okay. Dass wir untereinander uns die Köpfe einschlagen. Ja, jetzt. Bin ich zu hören oder rede ich hier gerade ins Leere? Ach, nee, das war,
Ja, gut, okay, okay. Okay, jetzt. Also, ich finde es sehr schade, ich finde es sehr bedauerlich. Die Inhalte geraten da in den Hintergrund. Oder, was ich für noch wichtiger halte, was in den Hintergrund gerät, das ist die ganz eigene persönliche Stellung, die jeder hat zu diesem System oder zu den Auswirkungen des Systems oder wo, also dieser Beef, der hatte mich schon gestört, entsetzlich gestört, als ich selber Livestreams hatte und in diesen Chats dann lauter Störfeuer kam. Wenn man selber ein echtes Anliegen hat und dieses echte Anliegen dann torpediert wird. Also man gibt etwas von sich preis, man legt etwas hinein in die Öffentlichkeit als YouTuber, der selber Livestreams macht oder YouTube-Videos macht, vielleicht sogar wie bei mir, so mit vollem Namen, mit dem echten Namen, mit dann auch noch mit der Kamera. Und wenn das dann sozusagen in den Schmutz der Banalität gezogen wird. Und das, also wenn die Ernsthaftigkeit des eigenen Anliegens da völlig zerfasert, das ist bitter. Und durch diesen Zwist in dieser Hangouts-Szene, ja, das habe ich sehr, sehr stark bei dem Knacki Deluxe mitbekommen. Da hat es dann immer wieder mal Tendenzen gegeben, dass es sich bessert. Und dann ist es wieder eingerissen. Das war aber auch bei anderen Hangouts. Das sind ja viele Leute aus der Dampfer-Szene gewesen und dann Leute aus der Trusa-Szene und dann Überlappungen von beidem. Und das ist scheinbar eine Eigenschaft, die in den Menschen drinne steckt, sobald sie miteinander kommunizieren in solchen Gruppendiskussionen. Also es ist, ich habe gerade wieder ein Problem. Hört ihr mich eigentlich oder rede ich hier ins Leere? Ich höre gar keine... Nee, wir hören nicht. Ach so, ja, also ich lasse es jetzt einfach mal, oder ich habe ja gesagt, Let's Play, ich habe nicht viel Zeit. Ich habe hier mit existenziellen Geschichten zu tun. Ich gucke, dass ich in meinem eigenen Leben Unabhängigkeit und persönliche Freiheit bekomme. Ich habe verdammt hart dafür zu kämpfen, seit vielen Monaten. Und das ist mir 100-mal wichtiger als mein Wirken auf YouTube, wo ich gesehen habe, dass das so oft verpufft und dass es eigentlich an der Ernsthaftigkeit vorbeiläuft oder dass es praktisch konsumiert wird wie Unterhaltungsware. Und wo ich dann sage, gut, ich habe gesagt, was ich zu sagen hatte. Damit können die Leute was anfangen oder sie können es bleiben lassen. Macht ihr was da draus? Es ist ja auch wichtig, dass andere auch mal etwas machen. Was nützt es, wenn... Also ich will ja nicht irgendeine Führungsfigur sein. Ich will ja nicht irgendwas übernehmen, stellvertretend für andere, sondern ich bin einer von allen. Ja. Und das Wichtige wäre, dass andere Leute auch genauso anfangen, aus sich herauszugehen und zu sagen, hier stehe ich, ich kann nicht anders, so sehe ich die Dinge. Ja. Ich bin ja ein Mensch aus Herz, mit Herzblut, ja, mit lebendiger Mensch, mit Leidenschaft. Und was hier im Lande abgeht, das kann nicht so sein, das darf nicht so sein, ja. Solche Aussagen höre ich viel zu wenig. Und das ist letztlich der Grund, warum ich dann aufgehört habe. Aber das war jetzt nicht eine Zerstrittenheit richtig. Das sehe ich aber hier bei der Hangout-Szene, ja. Und ich habe den Eindruck, als Außenstehender, die Inhalte treten in den Hintergrund. Also ja, zu der Sache mal, da hast du gerade gerade vorhin was Gutes angesprochen. Also ganz kurz, bevor, ich bin dann mit meinem Statement und mit meiner Aussage hier erstmal fertig und dann höre ich noch ein bisschen zu und dann werde ich mich wieder verabschieden. Also ich hoffe, das nimmt mir keiner übel. Ich schlage hier kurz auf, aber ich kenne halt Let's Play and Talk, auch persönlich. Ne? Ja, okay, darf ich da ganz kurz was zu sagen? Weil, gerne. Also Wolfgang, wir kennen uns nicht, also ich kenne auch deine Arbeit nicht im Einzelnen, ja. Hier ist wirklich, mir herrscht wirklich entweder der Eindruck, dass du da vieles nicht gesehen hast oder meinen offenen Brief nicht gelesen hast. Aber es kommt bei mir einfach irgendwie als ein riesengroßes, ich muss auf den Punkt bringen, Relativierungsgeschwurbe. Ja, es ist einfach so.
Aber ich würde das jetzt nicht ankreiden oder so, genauso wie ich eben gerade den Mythenmetzger, sage ich mal, von der Liste genommen habe. Ja, genauso wenig möchte ich irgendeinen Anspruch daran legen, dass du dich ja für irgendwas oder irgendwen engagierst. Ja, also ich bin froh, dass du dich positioniert hast so. Und das reicht mir vollkommen, okay? Und ich bin da jetzt auch nicht irgendwie sauer. Aber ich kann damit halt aus meiner Situation nichts anfangen. Ja. Also, Toni, was... Ja. Ja. Ich hätte noch eine Frage. Darf ich noch eine stellen? Wolfgang, man hört dich kaum. Ja. Ja, ich glaube, es gibt Verbindungsprobleme, Wolfgang. Wir haben dich nicht gehört. Wir hören dich nicht. Hört ihr mich jetzt? Jetzt geht's wieder. Jetzt haben wir dich wieder. Ja. Ja. Toni, ich sehe dich sprechen. Ich sehe deine Mundbewegungen, aber ich höre dich nicht. Okay. Ja. Gut, okay. Also, Toni, wir hatten auch mal in einem Live-Chat, in einem Livestream waren wir auch mal zusammen. Ja, ich glaube, ich war auch mal zusammen gewesen, ja. Und ich glaube, ich hatte damals auch mit dir geklärt, die flache Erde ist jetzt nicht meine Sichtweise. Ich gehe von einer Kugelerde aus, so sehe ich das, ne? Aber wir hatten damals auch geklärt, das muss jetzt nicht zwischen uns stehen und wir können uns trotzdem auf vielen anderen Gebieten vernünftig, normal unterhalten, dass jeder vom anderen auch noch was mitnehmen kann. Also ich bin auch sehr libertär, ja. Ich lege allergrößten Wert auf persönliche Freiheit, ja, auf die Würde des Einzelnen und die hat mit Freiheit sehr viel zu tun. Beides ist untrennbar. Und da liegen wir sehr nah beieinander und da sind meine Leidenschaften drinne, ne, Toni. Also da sehe ich eine Nähe, da spüre ich eine Nähe. Und Kugelerde, flache Erde muss für mich nichts Trennendes sein dadurch, ja? Ich sehe, also Toni, wenn du jetzt nichts mitnehmen kannst von dem, was ich hier gesagt hatte, ich hoffe wenigstens Let's Play kann ein bisschen was davon mitnehmen. Also ich könnte bisher eigentlich 0,0 mitnehmen, irgendwie, Wolfgang. Zumal du ja auch wirklich jemand bist, der Tachlis redet. Du bist jemand, du bringst Sachen auf den Punkt normalerweise also, warte mal gerade. Du bist jemand, der wirklich Sachen auf den Punkt bringt und so, ne? Und ich muss sagen, dass insbesondere auch deine Deutschland-Videos und deine Sendungen mich echt nur noch nicht weitergebracht haben. Mhm. Und das ist jetzt hier so eine Sache, da drückst du dich ja sehr allgemein aus, der Beef in der Hangout-Szene. Das ist ja auch das, was so in der öffentlichen Wahrnehmung wird das immer kritisiert. Und mir fehlen da aber jetzt völlig die Bezugspunkte halt. Also, weil du siehst, du beschreibst einfach nur irgendwas, ohne halt darauf einzugehen, warum ist das überhaupt, ist das ein Selbstzweck oder warum sind bestimmte Dinge passiert, haben sich vielleicht Leute verteidigt, gab es vielleicht passiv-aggressive Angriffe oder so und das, ja. du stößt da quasi so ins gleiche Horn wie unsere Kritiker oder sowas und bestätigst sie halt dann auch noch, ohne es vielleicht zu wollen damit. Ohne es zu wollen. Und du bist ja auch, ohne es zu wollen, ja. Und du bist ja jemand mit, du hast echt eine gute Reputation halt, ne? Und wenn aber nicht darauf eingegangen wird, warum sind denn jetzt bestimmte Dinge passiert oder halt bestimmte Sachverhalte halt, ne? Wenn man das dann nur so allgemein beschreibt, dann hilft das nicht so wirklich. Und dann ist das eher das genaue Gegenteil halt. Also was ich sagen will. Let's Play und auch Toni. Ja. Es gibt Verhaltensweisen, die gehen nicht, ja. Dass man entgegen dem, also dass man wirklich gegen den Willen von einem anderen Teilnehmer dessen Privatdaten veröffentlicht, als Beispiel. Dass man vertraulich geäußerte Dinge in Gesprächen, dass man die nach außen trägt. Und solches habe ich auch zu meinem eigenen Schaden erlebt gehabt in der Hangout-Szene. Und das geht überhaupt gar nicht. Und Let's Play, ich habe von dir das so verstanden, dass Martin Hüller sich da das ein oder andere Verhalten erlaubt hat. Ja, und das geht einfach nicht. Ja? Dass er meldet, dass er Videos meldet und dass er eben auch Privatadressen nennt. Und ich erinnere mich... Nein, warte. Also Martin Hüller hat jetzt, soweit ich weiß, keine Privatadressen genannt. Er hat gesagt, es ist wohl offensichtlich okay für ihn, wenn Privatsachen an die Öffentlichkeit gelangen. Da gibt es ein Video für mir. Der Knacki, der Volker Bellendorf, der hatte mal eine Adresse veröffentlicht, ja. Und zwar von Toni im Chat. Ne?
Ja, also dann nehmt es einfach mal so, dass ich diese Sachlage nicht kenne, die Streitpunkte nicht wirklich kenne, da wo wirklich das, sagen wir mal, wo das Blut in Wallung kommt bei euch, wo ihr eben einen Krieg auch habt und wo ihr dann sagt, mit den YouTubern will ich nie wieder in meinem Leben was zu tun haben. Doch, Wolfgang, die kennst du, die habe ich nämlich letztens genannt bei unserem Telefonat, ja, worum es ging. Ja. Das war dieses Dissen mit dem Psychopathen, richtig? Ja, genau, damit hat es mehr oder weniger angefangen halt. Mit dem Psychopath und das ein auch dann Sticheln, ein Sticheln? Videos, ja. Das ist ja mehr als ein Sticheln. Also am Ende als Psychopath zu diffamieren, das ist schon mehr als ein Sticheln und das auch so in der Öffentlichkeit breitzutreten mit einer gewissen Reichweite auch und dann halt eben auch Videos zu melden oder bestimmte andere Sachen zu relativieren und einfach die Unwahrheit zu sagen. Ne? Und damit ging es eigentlich los halt. Ne? Und was da von uns kam, das waren halt Reaktionen darauf. Und ich habe mich auch, wie ich dir auch erzählt habe, ich habe mich sogar lustig gemacht über Martin Hüller und nur jetzt mal rückblickend, ne, muss ich sagen, war das auch meiner eigenen Hilflosigkeit auch zum Teil geschuldet. Ne? Klar habe ich mich auch gefreut, dass er sich darüber ärgert, aber ich wusste nicht genau, wie ich darauf reagieren soll und zu dem Mittel Videos melden oder sowas. Ne? Oder da wollte ich halt nicht greifen halt. Ne? Also das war halt dann einfach meine Reaktion darauf, ne? Und dass ich mich dann so verhalten habe eben. Ja, wie gesagt, das ging halt immer weiter, nur was ganz wichtig ist, um das klarzustellen, es wird nämlich verdreht von vielen, ja. Es wird zum Beispiel uns gesagt, ihr habt auf den Martin Hüller geschossen und jetzt wundert ihr euch, dass er zurückschießt. Nee, Martin Hüller hat auf uns geschossen und er wundert sich, dass wir zurückgeschossen haben. Ja, so sieht's aus. Und Martin Hüller kämpft halt mit ganz anderen Mitteln als wir. Wir melden keine Videos, wir drohen keine juristischen Konsequenzen an, ja. Wir wollen nicht eine komplette Person auf allen Ebenen zerstören, ne. Also wir sind da schon ein bisschen anders drauf. Wir verteidigen uns halt lediglich, ne. Und das ist ganz wichtig, dass es halt klar wird und jeder kann sich die Videos angucken, jeder kann auch den offenen Brief lesen und wer da nicht völlig blauig an die Sache angeht, sondern sich das wirklich mal reinzieht, auch das Video von der Klugschieterin, ganz, ganz wichtig. Und dem wird das dann schon klar, ne, wie das wirklich so gewesen ist halt. Ne? Ja, das ist auch wichtig, das so festzuhalten. Das ist so ein ganz wichtiger Aspekt, der auch immer noch vergessen wird, Let's Play, wie das alles angefangen hat. Und zwar in der Situation, wo du ihn gefragt hast, wie er zur Herrschaft steht, wo er immer ausgewichen ist. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Nein, das stimmt gar nicht. Moment, Entschuldigung, Let's Play, wenn ich dich unterbreche, ja. Ja, Alex, was soll das? Also die Sache fing viel früher an. Und Knacki spielt da eine große Rolle in diesem ganzen Zusammenhang. Und es ging schon los, als ich bei Ian in der Sendung war und Walle da völlig angefangen hat, Unterstellungen zu machen, ja, wer gegen Frieden ist, der sollte sich mal auf geistige Gesundheit untersuchen lassen, ja. Das war die allererste Aktion in diesem Bereich. Und damals war ich schon konsequent und bin aus dem Hangout rausgegangen, weil ich total empört war, dass das unkommentiert hingenommen wurde. Ja. Das ist genau dasselbe Muster, ist genau dasselbe, ja. Und es geht über Knacki, über den ich 3 Videos gemacht habe. Ich habe 4 Sendungen zu dieser Problematik gemacht. Und ich finde es wirklich cool, dass du hier bist. Aber ich kann dir nur empfehlen, wenn du wirklich eine Meinung über die Situation dir abgeben möchtest, dann schau dir mal hart auf Sendung 3 an, weil das ist eine komprimierte Zusammenfassung der Situation. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das bringt einfach so nichts, weißt du? Gut. Das ist halt einfach so. Toni, ich kann auf der Ebene hier nicht mitreden. Ich gebe es ja zu. Ja, aber trotzdem, wie gesagt, eins, was ich gerade noch zu Ende ausführen wollte, Fakt ist jemals, weil du vorhin auch angesprochen hast, dass das mit der Herrschaftsablehnung. Und da haben wir ja auch nachhaken wollen, zumindest, oder der Let's Play in dem Moment. Ja, das mag sein, aber es war doch erst viel später. Ja. Also nur, dass das nochmal klar ist, ne? Dass hier nicht Zusammenhänge falsch wissentlich oder unwissentlich transportiert werden. Ich wollte was, eigentlich, das sollte auch hier keine Martin Hüller-Bashing-Sendung sein. Wir haben da eigentlich auch schon alles gesagt, was zu sagen ist, ne? Ich habe heute einfach mal was Interessantes angesprochen. Und zwar, Wolfgang, dass ich mir auch halt Gedanken gemacht habe. Ja? Wie geht das weiter? Was steht vielleicht am Ende des Weges, wenn man diesen Weg so weitergeht? Und das ist jetzt überhaupt nicht auf Martin Hüller bezogen oder so, sondern insgesamt, wenn man den Weg der Wahrheit weitergeht oder vielleicht den Weg für Deutschland. Ja? Und was kann da am Ende stehen? Und da können Konsequenzen einem drohen. Die sind nicht besonders rosig. Ob das passiert, man weiß es nicht. Kann aber passieren, da kann viel auf einen zukommen. Und ich habe vorhin auch gesagt,
Das ist ein ganz interessanter Punkt. Wir hatten das auch letztens auch mal ein bisschen drüber gesprochen, Wolfgang, dass man kann eben nur das, man kann nur das geben, was man auch hat. Und man sollte sich vorher mal überlegen, kann ich mir das leisten, bestimmte Dinge zu tun oder eben auch nicht. Ja, und das ist sowas, wo ich vorhin angesprochen habe und dass ich jeden verstehen kann, der sagt, nee, ich habe vorhin gesagt, wir sind jetzt hier gemeinsam einen Weg gegangen, ja, ich und die anderen. Und der war bisher gratis. Da hing eigentlich kein Preisschild dran. Aber das, wenn wir jetzt den Weg weitergehen, da hängt ein Preisschild dran. Da hängt zum Beispiel das Preisschild dran, wenn es zu Gerichtsverfahren kommt oder sowas, könnte es sein, dass da ein Preisschild dran hängt. Oder auch, dass halt vielleicht die körperliche Unversehrtheit beeinträchtigt wird bei dem einen oder anderen. Oder und. Ne? Dass vielleicht die Familie bedroht wird, die Kinder oder so. Das habe ich erst erwähnt. Und dass ich das jetzt, wenn wir jetzt weitergehen, gemeinsam, denn ich werde weitergehen. Ich hatte mir auch überlegt, wie geht's weiter und ich kann damit nicht leben, einfach aufzuhören. Ich mache das nicht für euch, für die Zuschauer, die jetzt hier zugucken, ne, oder für sonst irgendjemanden, sondern nur für mich, weil ich nicht damit leben könnte. Und wenn ich damit leben könnte, dann würde ich jetzt wahrscheinlich an dem Punkt aufhören. Könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja? Also, da ja auch ganz wenig Support gekommen ist und viele sich nicht gemeldet haben und ich war da auch sehr enttäuscht. Aber wie gesagt, ich kann einfach nicht anders, als weiterzumachen, auch wenn wirklich dann richtig beschissene Konsequenzen am Ende des Weges stehen, ja. Und ich habe jetzt aber auch keine Frau oder Kinder oder sowas, ne? Also das ist bei mir eine ganz andere Situation. Und das ist bei jedem individuell. Und ich kann das absolut verstehen, weil wie gesagt, da können Konsequenzen halt drohen und ja, dass ich, wie gesagt, ich kann da echt jeden verstehen das habe ich halt vorhin mal so ein bisschen angesprochen. Der Text ging noch länger, aber nur um das nochmal zu sagen und darum ging es halt heute auch in der Sendung halt, ne, dass einfach jeder halt überlegen muss, inwiefern macht er das, inwiefern nicht, ja, und dass ich da auch keinem irgendwie das übel nehme oder so, ja. Die bisher den Weg gemeinsam gegangen sind, die es Maul aufgemacht haben, ja. Die ganz klar sich auch gegen das Unrecht ausgesprochen haben. Nur irgendwann endet dann vielleicht schon mal der Weg für den einen oder anderen, weil es einfach nicht weitergeht, weil er nicht mehr geben kann, als er eben hat, ja. Und das ist eben so der Punkt, ja. Und da haben wir halt drüber gesprochen. Ja. Let's play. Toni, Alex oder Axel, darf ich gerade Alex. noch ein Schlusswort sagen, weil ich mich ohnehin ausklinken möchte. Ja, ich möchte nicht hier eingreifen in etwas. Vielleicht geht es hier wirklich um wichtige Werte, die hier zur Debatte stehen in diesem ganzen Streit. Und ich bin nicht in Kenntnis von dem, worum es hier geht. Dann sollte ich auch die Klappe halten. Ne, das sehe ich ein, Toni. Eine andere Sache ist, bei dem, was du sagst, Let's Play, kann ich natürlich eins zu eins mitreden, weil ich hier sehr aktiv gewesen bin und mich jetzt auch zurückgezogen habe. Ja? Ich sehe hier vorhin so zufällig im Hangout so, da ist einer, der heißt Vialys, ja? Der sagt dann, ich kann den Reddick nicht mehr ernst nehmen, völlig unglaubwürdig, sonst was, so bla bla bla, ja? Und so etwas, es langweilt mich nur noch. Ja. Wolfgang, ich entschuldige, dass ich dir ins Wort fahre, ja, aber du musst ja darüber im Klaren sein, dass das gerade das Thema ist. Ja? Also wir hängen ja hier mit den Hangouts und so. Es geht darum, dass wir die Leute sensibilisieren wollen dafür, dass es unheimlich notwendig ist, um eine gesunde Gesprächskultur aufzubauen, ja, dass Störelemente identifiziert und ausgeschlossen werden. So. Und das kann denunzieren und tralala, sondern es geht Ja, um Positionieren von einzelnen Personen, damit hier eine Kultur entstehen kann, ja, die freiheitlich ist. Ja. Und deswegen reagieren wir zum Beispiel gar nicht mehr auf solche Kommentare und schmeißen die einfach nur noch raus. Ja. Und das führt halt, wir haben unheimlich viele Störelemente. Und es gibt auch in den einzelnen Hangouts immer wieder einzelne Personen, die das total stören. Ja. Und ja, das hat für unsere Begriffe eigentlich eine Dimension erreicht jetzt hier, die in den Videos und in dem offenen Brief aufgeführt sind. Ja, also wäre super, wenn du dir wirklich, ich glaube, 30 Minuten geht das oder 30 Minuten, eine halbe Stunde, Ja. hart auf Sendung Teil 3, also ein Tsunami beginnt, ja.
Da nehme ich das wirklich nochmal komprimiert alles zusammen, ja. Schau dir das bitte mal an. Werde ich tun, Toni. Ja. Toni, ich freue mich, trotzdem, dass du hier warst und ehrlich deine Meinung gesagt hast. Ja, das ist ja mehr wert als man von den anderen. Ja. Also, Toni, eines ist mal klar. Toni, eines ist klar. Ich möchte nicht meinerseits hier Störfaktor sein, ja. Nee, Wolfgang, du bist kein Störfaktor. Wenn du das wärst, ich hätte schon längst gesagt. Ich bin froh, dass du hier bist. Ja. Also es kann sein, dass ich jetzt daneben gelegen habe, dass ich jetzt an euch vorbeigeredet habe. Tät mir leid darum, ja. Vielleicht ist doch noch das ein oder andere dabei gewesen, was auch Substanz hat für euch jetzt, auch in der Situation. Und Let's Play, dir habe ich auch ein bisschen erzählt, warum ich mich ausklinke. Ja, ob ich jemals wieder zurückkomme, ich weiß es gar nicht. Ja, aber das ist so... ich habe da eine etwas düstere Sicht. Ne? Kann ja, man noch ich kann das gut verstehen. Also mir geht es ja genau. Also das ist, aber auf der anderen Seite ist mein eigenes Leben so spannend und sagen wir mal, da Freiheit und Unabhängigkeit mir zu erkämpfen, das ist so intensiv, das hat dann wieder einen anderen Wert. Das hat einen Wert. Absolut positiv. Und je mehr ich da Erfolge haben werde, desto besser wird es auch mal sein, wenn ich wieder zurückkomme, davon etwas reinzugeben, ja, aber aus einer starken Position heraus. Also, liebe Leute, ich darf mich verabschieden, ja? Ja, schön, dass du da warst, Wolfgang. Schönen Abend noch. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Ja. Ja, war super. Ja, danke. Gruß an alle, ja. Also konstruktiven Hangout wünsche ich euch noch, ja. Ja, danke. Also, macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ja, das war eine Berg- und Talfahrt. Irgendwie. Ja, was sagst du dazu, Let's Play? Aber hast du ja schon. Ja, ich habe gerade eben was gesagt dazu. Ja, und auch beim Wolfgang ist es so, wie gesagt, er kann auch nicht mehr geben, als er hat. Ja? Und ich kenne ja da so ein paar Hintergründe und ich kann ihn absolut verstehen, weil es ist genau das, was ich auch vorhin schon zu Beginn der Sendung angesprochen habe. Ja. Das ist ganz einfach so. Wenn man selber daran kaputt geht, wenn man selber daran zugrunde geht, dann ist man auch für die anderen keine Hilfe mehr. Ja, das ist einfach so. Dann hat man einfach nur sich selber zerstört, kann auch für seine Angehörigen nicht mehr da sein. Ja, und weitergebracht hat es dann auch nicht die Sache, wenn man selber kaputt geht. Ja, das ist ganz wichtig. Leute können an unterschiedlichen Sachen kaputt gehen. Ja, ich würde halt dran kaputt gehen, wenn ich einfach alles dicht mache. Ich persönlich, aber jeder ist anders. Aber ich persönlich gehe halt daran dann kaputt. Ja, und dann, ja, aber das würde mich. Aber das basiert dann ja aber auch wieder dann auf Selbstverantwortung. Wenn du schon weißt, dass dich das psychisch fertig macht, diese HOs oder was auch immer, warum gehst du denn weiter da rein? Sam, du hast mir jetzt überhaupt nicht zugehört. Nicht du. Sam ist. Wer? Ja, du hast gesagt, Menschen können an vielen kaputt gehen. So, und wenn einer das nicht verträgt, Diskussionen oder so in Hangouts, oder wenn über einen geredet wird oder was auch immer, und er sich das dann anschaut, ist er ja selbst verantwortlich dafür. Oder wenn ihn das fertig macht, psychisch diese Hangouts, und er dann weiter in die Hangouts reingeht, ist das ja seine Schuld. Es zwingt ihn ja keiner. Es basiert auf seiner Verantwortung. Ja. Ja, das sehe ich genauso, ja. Ja, kann doch sein, dass ich dich irgendwie jetzt missverstanden habe, aber ich wollte das mal. Ja. Nee, ich habe das jetzt gerade eben so verstanden, als warum gehst du denn daran, wenn es dich fertig macht? Das würden mich die Hangouts fertig machen. Nein, ich habe nicht dich gemeint. Ich habe das gemeint in, ja. You, also du, wie im Englischen halt you. Du heißt Mann. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ja, also wenn noch jemand reinkommen möchte oder noch irgendjemand was sagen will, dann können wir noch drüber sprechen.
Ansonsten würde ich vielleicht auch heute die Sendung gar nicht so lang machen. Und Ja, ja, da kann. ich hätte Lust auf einen After-Hangout. Ja, können wir gleich noch ein bisschen quatschen. Es sei denn, wie gesagt, jemand will unbedingt noch etwas sagen. Ihr könnt mich gerne anschreiben über Discord oder auch hier vielleicht im Chat nochmal kurz. Und ja, und ansonsten könnt ihr alle, die das gesehen habt, auch mal euch Gedanken drüber machen, auch insbesondere das, was der Toni gesagt hat. Ja. Und dann könnt ihr eure Entscheidung entsprechend treffen halt. Ja. Und egal wie ihr euch entscheidet, heult bitte später nicht rum. Ja, so sieht's aus. Und selbst wenn der Tag kommt, wo vielleicht mal Toni alles dicht macht, ja, Toni ist nicht dazu da, euch alles vorzukauen oder euch den Arsch hinterher zu tragen. Dann geht ihr eben selber mal hin und macht Hangouts. Dann macht ihr eben selber mal den Mund auf. Ja, wir können jederzeit ausgeschaltet werden. Ja, also, ne, dann müssen eben andere her. Das würde mich auch jetzt schon freuen, wenn es andere gäbe. Ja, aber das hängt nur an euch. Ja? Also, ja. So, ich glaube, alles Wichtige wurde gesagt. Und ich werde jetzt auch die Sendung beenden. Wir werden noch ein bisschen am Afterhangout weiter quatschen. Vielleicht der ein oder andere, der jetzt zuguckt, der vielleicht hier nicht in die Sendung rein wollte, aber trotzdem Link will für den Afterhangout, kann dann da auch eventuell rein. Ja, und ansonsten, wie gesagt, ihr könnt euch überlegen, wenn ihr jetzt noch irgendwie was Wichtiges sagen wollt, dann sagt das jetzt noch. Weil es wäre doof, wenn jetzt noch die super Inhalte im Afterhangout kommen und ich denke dann, warum war das nicht in der Sendung, ne? Also. Dann betrachte es als Vorlage für die nächste Sendung. Ja. Genau, und Okay. es liegt an euch, ob es eine nächste Sendung geben wird. Also von mir gibt es schon eine nächste Sendung, ne? Aber nur es liegt halt an euch, ob es mit der Let's Play und Toni Maroni Show weitergeht. Ne? Das liegt wirklich an euch, Leute. Und ihr habt das alles in der Hand. Ja, ihr habt das alles in der Hand, ob euch das interessiert oder nicht. Das ist Angebot und Nachfrage. Ja? Und wenn die Nachfrage nicht da ist oder euch das interessiert, dass Menschen hier komplett euch nicht interessiert, dass Menschen hier komplett zerstört werden oder sowas, dann muss ich auch sagen, dann juckt mich das auch nicht so wirklich. Wenn dann der eine oder andere rumheult, auch der Toni hat jetzt nichts mehr gemacht oder so, dann ja. Also, aber ich glaube, ich habe jetzt wirklich alles gesagt dazu. Ja, und Ja, ja, wir. ich wollte mich nochmal bei dir wirklich nochmal bedanken, ja. Also für das Statement, was du heute hier geliefert hast, ja. Also es war wirklich so diese Berg- und Talfahrt, ja. So. Mir geht es jetzt ein bisschen bergab und genau im richtigen Moment bist du wieder da, voll on. Ja, super. Ich hoffe, es bleibt so. Dankeschön an alle. Ja, ich möchte mich auch nochmal bedanken, auch nochmal die Zuschauer heute halt, ne? Und ja, finde ich, war eine interessante Sendung. Auch nochmal danke für eure Statements. Und dann verabschieden wir uns bis zur nächsten Sendung. Bis dann, ciao.